bin in der Nacht losgefahren, um die letzte Fähre zu erreichen nach Ibiza. Denn mein Plan B wäre gewesen, wohne auf unbestimmte Zeit bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer, während ich auf Ibiza ein Apartment gemietet habe, ein Boot mich verpflichtet habe, einen Bürovertrag unterschrieben habe und ich einfach der ganzen Welt erzählt habe, was ich jetzt mache. Kannst dir nicht vorstellen, jede Presse hat davon berichtet. 500.000 Schulden. So, dann habe ich einen Businessplan und jetzt geht's los. Dann gehe ich auf Instagram und auf einmal sehe ich so auf meiner Reichweite, dass sich da was tut und auf einmal sehe ich diesen Oliver Pocher. Hi ihr Erfolgsmenschen da draußen. Mein Name ist Timotheus Künzel und in diesem YouTube-Video respektive Podcast-Folge, den Link dazu findest du in den Shownotes, spreche ich mit Johannes Haller. Johannes spricht eigentlich über sein ganzes Leben. Er spricht über die Zeit bei der Bachelorette, ja, er spricht über diesen riesigen Shitstorm, über das ganze Thema mit Oliver Pocher und was mich so beeindruckt hat, wie er mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Und dann spricht er noch über seine Entwicklung als Unternehmer. Ja, da geht es dann schon um Zahlen, Daten, Fakten da stecken super, super viele Learnings drin. Freue dich auf jeden Fall auf eine mega spannende Folge. Ja. Also, du bist ja im Erfolgsmensch-Podcast, Johannes. Und was bedeutet eigentlich für dich persönlich Erfolg? Persönlich Erfolg? Weißt du, so, es ist so eine Sache, ich bin erfolgreich oder ich... Was bedeutet Erfolg? Erfolgreich bedeutet, wenn du ein gesundes, geiles Leben hast und du Dinge machen kannst, weil du sie gerne machst und nicht getrieben bist. Das bedeutet für mich erfolgreich. Und das kann die alleinerziehende Mutter sein, die den Job hat, der dafür reicht, dass ihre Familie gut ernähren kann. Das kann hochgehen bis zum Multimillionär. Am Ende musst du einfach mit dem, was du machst, echt happy sein. Und das bedeutet für mich erfolgreich. Okay. Also es war jetzt allgemein. Also klar, Erfolg kann man ja auf viele verschiedene Bereiche übertragen. Wie du gerade gesagt hast, die eine fühlt sich erfolgreich, weil sie eben eine erfolgreiche Mutter ist. Der andere will erfolgreich im Job sein. Der andere definiert Erfolg eben mit finanziellen Komponenten. Wie ist das für dich persönlich? Also weißt du, ich bin ein super ehrgeiziger Mensch. Und ich... Es ist, man macht sich ja laufend Ziele und man möchte diese Ziele erreichen. Und ich denke mal, dass es da so grundlegend ist. Und also ich selber bin nie dazu geneigt, dass ich mir selber sagen würde, ich wäre jetzt erfolgreich. Ich bin einfach hungrig und will einfach mehr. Und deswegen ist das für mich jetzt gar nichts, was ich unbedingt jetzt so definieren will. Weil wenn ich jetzt definiere, was ist jetzt Erfolg, dann gibt es ja irgendwie so ein Endziel. Was, wenn ich diesen Erfolg erreiche? Weißt du so? Also es ist ja nicht eine Bergspitze, wo es dann nicht mehr weitergeht, sondern ist ja auch gewiss auch ein bisschen flexibel. Das heißt, man hat dann dieses Ziel dann erreicht und für mich ist dann Erfolg, wenn ich irgendwann mal ganz glücklich irgendwann mal die Augen zumache und alle hinterher sagen, Mensch, war super, dass der Johannes da war. Geil, das ist eine coole Sichtweise. Ja. Apropos Johannes. Das hat sich gut angehört. Das war wirklich sehr geil. Also, das war eine sehr, sehr coole Definition. Also auf jeden Fall in den Top 5 der Definitionen von Erfolg. Weil das ist so unsere Frage natürlich. Interessiert uns immer. Beim Erfolgspodcast. Freue mich, das war jetzt gerade einfach nur so aus dem Bauch. Das war geil. Aber es ist ich habe mir gerade gestern Abend mit einem sehr guten Freund unterhalten. Und da ging es quasi um das Thema, also einfach quasi, was man so im Leben alles schon für Coachings und etc. gemacht hat. Und da war es eben gerade so die Grabrede. Und ich glaube, das ist gerade das, warum es mir heute Morgen so bedeutend ist. Also ich glaube, das habe ich gestern Abend mit ins Bett genommen und das muss ich mir, glaube ich, nochmal sauber aufschreiben. Aber ohne den Podcast nachher. Perfekt, ja. Geil. Also apropos Johannes, vielleicht mal von Anfang an. Wer bist du, was machst du? Ja, also ich bin erstmal am 14. Januar 1988 als Johannes geboren. Okay. Ja, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Das ist alles. Okay. Und dann ist mein Werdegang, da habe ich dann die Ausbildung nicht mal abgeschlossen. Mir hat damals mein damaliger Chef gesagt, ich wollte mal Autoverkäufer sein. Okay. Aber ich war natürlich viel zu faul in der Schule. Und es ist dann einfach so. Warum wolltest du Autoverkäufer sein? Was war ich wollte einfach Verkäufer sein. Ich hatte damals, weißt du, bei uns auf der Realschule, da war das so, da war dann die Zeit, wo man Bewerbungen schreibt. Ja, und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Also ich bereue es jetzt aber auch gar nicht. Also ich würde es auch nicht sagen, das hätte ich anders machen sollen oder ernster nehmen sollen, aber mir war das alles so, ich war mitten in meiner Pubertät beschäftigt. Also ich wusste jetzt nicht, was ich werden will. Okay. Und ich fand halt immer Verkäufer immer cool. Ja, mein Vater war Verkäufer im Außendienst oder ist Verkäufer im Außendienst. Und ich fand immer, Verkäufertypen sind coole Typen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was gefällt mir?
habe immer schon Geld so mit Roller verdient, die ich dann so ein bisschen repariert habe. Ich habe damals getuned, das war so eine Szene damals. Mhm. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, komm, das ist doch cool, das mit Autos zu machen. Da hast du bestimmt auch einen Vorteil, wenn du mal ein Auto kaufen willst später. Und wollte Autoverkäufer werden. Und wenn ich eine Bewerbung von damals anschaue, ich hätte mich nicht eingestellt. Aber ja, und dann ist dann irgendwann, war es dann echt so, es war dann Ende August, in Süddeutschland war es dann so, im September beginnt die Ausbildung. Und dann ist mein Vater so last minute, wenn er dann zu einem Autohaus, wo er einen Bekannten hatte, und dann gesagt, Mensch, kannst du meinen Sohn hier irgendwo unterbringen? Und Autoverkäufer wurde es nicht, dann war es eben Kfz-Mechaniker. Okay. Und für mich war aber immer so dieses Ding so, sich hochzuarbeiten. Und ich hatte in meinem Leben verdammt viel Glück. Und das erste Glück war aus Faulheit und Dummheit, weil ich einfach sehr, sehr schlecht, ein schlechter Schüler war. Ich hatte 26 Einträge in einem Lehrjahr. Und es hatte also so Einträge? Klasseneinträge. Kennst also so, okay. Ja, so, keine Ahnung, das war, damals habe ich noch geraucht, Rauchen im Schweißraum, okay. Rauchen, wenn man den Müll wegbringt. Das waren so, okay. Das Schulgelände. Also alles verlassen. Aber kein Musterschüler. So. Das ist absolute Gegenteil. Ja. Okay. Es war so gar nicht in meinem Interesse. Also es war weder eine Ausbildung, die mir Spaß oder mich glücklich gemacht hat, weder, dass ich daran einen tieferen Sinn gesehen habe oder ein Mensch, das will ich später mal machen. Mhm. Ich habe aber damals niemals so einen Podcast wie jetzt quasi konsumiert, dass ich irgendwie ein Ziel hätte finden können oder hatte auch keine Leute um mich herum, die mir irgendwie eine Perspektive aufgezeigt haben. Okay. Und es war immer so, von außen sich was anzuschauen und sagen, boah. Wie war damals so dein Umfeld? Naja, also mein Umfeld war halt entsprechende Lebensumstände. Es waren Jungs, also ich habe aus der Zeit damals habe ich meine zwei besten Freunde. Okay. Auch alle Handwerker. Und cool. Aber es waren, ich habe damals ganz viel in der Natur gemacht, ich habe Jugendarbeit gemacht bei den Pfadfindern, das war immer so ein bisschen so mein Anker, ja, wo ich immer so ein bisschen gesehen habe, okay, mit Menschen, Menschen führen, Jungen was geben, da denen eine Perspektive geben, ist wichtig, aber mir selber hat dieser Mentor gefehlt. Ne? Okay. Und die Klasseneinträge haben dazu geführt, dass man... Also du warst immer so das Zugpferd eigentlich so in dem Umfeld, oder? Ja, schon. Also ich war immer schon der Anführer in diesem Feld. Aber es war damit, konnte es nichts machen. Mhm, ja, also okay. Es war... ich selber habe mich auch schon als ein Anführertyp gesehen. Aber dass ich jetzt... Und ich selber habe immer gewusst, dass ich mehr will. Mhm. Aber es gab da nie einen Weg. Oder es gab da jetzt nie, dass ich dann morgens aufgewacht bin und gesagt habe, Mensch, das mache ich. Ja, okay. Also was es bei mir tatsächlich war... war so ein Wink des Schicksals. Ich hatte diese 26 Klasseneinträge. Okay. Und dann hat damals der Rektor bei meinem Chef damals angerufen und dann gab es, okay, entweder Ausbildung beendet oder du arbeitest jetzt samstags, 26 Samstage for free. Und dann habe ich 26 Samstage Autos geputzt. Und dann wurde der Verkäufer im Autohaus krank und hat mich der damalige Chef gefragt, Mensch, zieh dir an dem Samstag bitte ein weißes Shirt an oder ein weißes Hemd und verteile doch Prospekte. So auf Schwäbisch hat man das ganz einfach gesagt. Und an dem ersten Samstag haben wir dann echt zusammen einen Abschluss gemacht und dann ging es so weit und mir hat es Spaß gemacht. Und da habe ich gesehen, das ist geil, das will ich. Mhm. Und irgendwann habe ich dann diese Stelle angeboten bekommen, noch eine Ausbildung dort zu machen. Und so begann meine kaufmännische Karriere überhaupt erstmal. Okay, also eine Ausbildung als was? Das habe als ich Autoverkäufer. Also dann wirklich Autoverkäufer? In diesem Autohaus dann. Also okay, geil. Ihr habt die Lehrzeit, also die Kfz-Ausbildung. Was war das für ein Autohaus? Welche Automarke? Das war Nissan. Nissan, ja? Okay. Und Shoutout an Nissan, die haben, also was die jetzt gemacht haben, also die Autos, die wir damals hatten, da habe ich gesagt, Mensch, ich habe einen Nissan Micra gefahren, ne? Und ich fand ihn geil, ja, aber ich war einer der Einzigen. Und was sie jetzt für Autos bauen, cool. Shoutout an der Stelle. Ja. Cool, cool. Ja. Okay, also erst Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, genau. Dann Autoverkäufer. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, du wolltest unbedingt Verkäufer werden. Also was bedeutet für dich so verkaufen? Weil ich frage deswegen, weil Verkaufen ist ja trotzdem noch für viele so eine Negativassoziation. Ja, Verkaufen ist andere, ich muss aufschwatzen und so weiter. Das sind ja so Glaubenssätze, die da draußen rumkursieren. Warum wolltest du unbedingt verkaufen? Was bedeutet das für dich? Naja, wenn man mal in den Glaubenssatz reinkommt, ist ja immer so, wer ist für einen Volksmund vielleicht ein Verkäufer? Da stellt man sich immer so diesen Kumpel vor, der mit einem auf der Kfz-Schule war und auf einmal schreibt er einem eine WhatsApp und sagt, Bro, hey, ich hab's... du musst bei uns mitmachen und dann ist es irgendwie so... Am Wochenende eine richtig coole Veranstaltung. Ich will dir war ein tolles zeigen. Seminar und jetzt, ich weiß, wie du jetzt in deine Zukunft investieren musst und geil. Ich habe hier quasi fünf Bausteine mit dabei und die bauen wir zusammen auf. Und das ist dieses Schwatzen. Ein Verkäufer, und das ist der absolute Unterschied von irgendjemand, der einem was aufdringt, weil ein Verkäufer schafft einen Mehrwert.
zwischen Produkt, zwischen Kunden, zwischen Lieferant. Der Verkäufer vermittelt, der hilft dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist, er hilft dabei, er hilft dem, also dem Hersteller, er hilft dem Kunden, der das Produkt möchte, und die richtige Entscheidung zu treffen. Ja? Die richtige Entscheidung, die ist für den Lieferanten, das ist für den Kunden, aber auch für sich selber. Und wenn das in der richtigen Balance steht, dann ist man ein guter Verkäufer. Mhm. Natürlich auch, wenn man den entsprechenden Umsatz macht. Aber, und genau das fand ich geil. Also es war gerade im Autohaus bei Nissan, ja, da kam jemand rein, der, da war jetzt nicht das Thema, möchte er jetzt einen Mercedes kaufen oder wird es jetzt der Nissan? Diese Frage gab es nicht. Für ihn war klar, das wird aus Grund vom Service, wird es dieses Autohaus. Das war auf dem Land eher so, man hat gewusst, man geht dorthin, da ist man gut aufgehoben. Haben Ansprechpartner vor Ort. Genau. Und da war es dann, da waren dann verkäuferische Leistungen, wenn man eben halt jetzt gerade 10 Autos in Weiß hatte, dass jetzt die Frau, die eigentlich jetzt einen roten haben wollte, der zu sagen, Mensch, schau doch mal, der Weiß ist auch ganz cool, Weiß kommt. Das war damals so. 2015 war gerade Weiß am Kommen. Ja. Okay. Ja. Und als Autofarbe. Du hattest ein weißes Auto, oder? Nee, ich hatte einen waldgrünen Nissan Micra. Also einen waldgrünen, okay. Ja, also, waldgrün finde ich sogar noch geiler wie weiß. Ja, aber auf Nissan Micra ist es wirklich, da brauchst du sehr viel Fantasie. Ja. Ich hatte dann mal einen MG später, aber okay. Der war ein waldgrün, das war ein British Racing Green. Ja, geil. Das war dann eher schon mal besser, aber ja. Ja, cool. Ja. Okay. Okay, also. Mechatroniker, Verkäufer. Ja, wann war die Verkäuferkarriere zu Ende? Ich muss echt sagen, ich hätte damals, mein damaliger Chef, ich will nicht sagen, die falsch, also er hat damals, ich jetzt heute als Arbeitgeber und als Unternehmer, muss sagen, der hat für sein Unternehmen eine ganz große Fehlentscheidung getroffen, denn er hat mich damals gehen lassen, ich wollte dort nicht gehen. Ja? Mhm. Also ich glaube, hätte er mir damals, wäre auf meine Idee eingegangen, würde ich da heute noch arbeiten. Was war die Idee? Ja, das war, du musst dir vorstellen, ich hatte dann, mein Vater ist Prokurist gewesen in einer Firma für Gabelstapler. Ja. Okay. Und da sollte es eben halt weitergehen. Dann habe ich da ein Angebot bekommen, Mensch, komm zu uns in den Außendienst, bekommst ein Audi, das war schon mal eine Sache, ne? Bekommst ein Audi, ein Geschäftshandy, arbeitest im Außendienst und dann waren es damals 2.500 Euro brutto. Und ich habe bei meinem damaligen Arbeitgeber im Autohaus hat es geheißen 2.200 Euro. Und ich habe brutto. Und da waren die Provisionszusatzverdienste, das waren, da reden wir von 25 bis 30 Euro. Also das war ein Modell, das ist heute gar nicht mehr denkbar. Ja? Aber es war echt, es war einfach, also wenn ich jetzt so drüber rede, kann ich es nicht nachvollziehen. Du musst dir vorstellen, ich war damals, ich will mir jetzt nicht zu viel loben, aber ich war überdurchschnittlich gut. Ich war in der Ausbildung und ich war auf Augenhöhe mit den Verkäufern im Autohaus, cool, die seit Jahren dort gearbeitet haben. Und hatte wirklich einen tollen Kundenstamm in dieser Lehrzeit aufgebaut. Und meine einzige Forderung war, ich brauche nicht mehr Geld, aber wenn ich doch mir am Abend einfach ein Auto mitnehmen darf, dass ich mir die Kosten vom eigenen Auto spare, ja, das war es wirklich. Dass ich mir nur die Kosten sparen kann. Und das war die Forderung. Dann lehne ich das andere Angebot ab, wo ich aber viel höhere Provisionen, viel mehr verdienen kann, aber ich habe mich so wohl gefühlt. Das heißt, du hast einen Arbeitnehmer, wo du weißt, okay, der lohnt sich auf so vielen Ebenen, ja, also, und der möchte wirklich für dich arbeiten, weil es war so familiär, es war jetzt nicht ein Vater, aber ich hatte ein sehr, sehr tolles Verhältnis zu ihm. Okay. Ja? Und auch wenn wir uns heute immer wieder mal sehen, wenn ich mal in Süddeutschland bin, das ist ein besonderes Verhältnis. Ja? Mhm. Und der hatte damals gesagt, das kann ich nicht machen, sonst müsstest du es bei den anderen auch machen. Und ich denke heute als Arbeitgeber eh anders, aber überleg mal diese Fehlentscheidung. Es ist ein Auto im Autohaus, es ist eine Leasingrate von meinetwegen 79 Euro, die dann der Arbeitnehmer dann ohnehin dann versteuert mit 1% oder was auch immer. Und er hätte dieses Loch nie füllen müssen oder hätte immer jemanden gehabt. Aber das war damals, der war damals in einer anderen Perspektive. Bei ihm war es eher schon, da war noch nicht klar, es gibt so eine Nachfolge, wie auch immer. Und hat da nicht langfristig gedacht. Vor allem die Perspektive war ja die, alle müssen gleich behandelt werden oder alle müssen gleich sein, weil du gerade gesagt hast, ich denke da als Arbeitgeber anders. Wie denkst du da? Naja, Vertriebler kann man nicht gleich behandeln. Hm? Es ist ja, wer ein Unternehmen führt und es noch nicht verstanden hat, dass ein Vertriebler, wenn man dem die richtigen Tools gibt, das ist natürlich irgendwo mal eine Kostenstelle, aber ein Vertriebler, wenn du den richtig ausbildest, ihm die richtigen Tools gibst, der macht ja nur Plus. Also da musst du ja wirklich was falsch machen. Also wenn du die Aufgabe ist, nachdem du deine Vertriebler hast und sagst, und wenn du jetzt Angst hast, da
dass der sich nicht lohnt, dann ist es deine Aufgabe als Arbeitnehmer, dass der genug Leads bekommt. Ja? Mhm. Aber wenn du jetzt einfach es schaffst, und da gibt es ja gerade heute so tausende Möglichkeiten, an Leads zu kommen, dann kannst du doch dir eine Armada an Vertrieblern aufbauen. Ja. Und Vertriebler können nicht gleich bezahlt werden. Denn ein Vertriebler, der muss nach Leistung bezahlt werden. Absolut. Vertriebstypen sind Leute, die sind leistungsgetrieben. Und ansonsten musst du Buchhalter einstellen, wenn es um ein gleiches Gehalt gehen soll. Mhm. Aber im Vertrieb muss es immer ein Provisionsmodell geben. Verfechter vom Leistungsprinzip, sehr gut. Okay, also nach deiner Verkäuferkarriere bist du dann oder hast den Arbeitgeber gewechselt, warst aber wieder im Vertrieb, also immer Vertriebsjobs. Ja, dann ging es ab. Also dann bin ich tatsächlich zu einer Firma bei meinem Vater gewechselt. Ja. So haben mir alle abgeraten, aber da habe ich verkaufen gelernt. Mhm. Okay. Und da war ich 10 Jahre im Außendienst. Kaltakquise. Was habt ihr da gleich wieder verkauft? Gabelstapler. Also das emotionsloseste Produkt, das man sich hier vorstellen kann. Crazy. Ja? Du musst dir alle vorstellen, du hast so einen Gabelstapler, den gibt es jetzt, wenn ich meiner Frau jetzt einen Gabelstapler sehe, den gibt es den halt in der Farbe gelb, grün, rot, was auch immer. Und es ist für die meisten da draußen so. Für die Gabelstapler fahren, die kennen natürlich Qualitätsunterschiede. Ja? Aber das heißt... Kannst du Gabelstapler fahren? Ich habe sogar einen Flurförderfahrzeugschein. Sag mal eins. Also ich habe einen ganz krassen Unfall gehabt mit einem Gabelstapler. Du? Ich durfte eigentlich gar nicht fahren. Ich durfte nicht fahren. Da geht's fahren. Ja schon los. Ja, ja. Das ist schon mal das größte Warum Problem. Warum bist du denn da drauf gewesen? Also mein Chef hatte damals wirklich Panik, ja, weil ich bin mit dem Gabelstapler gefahren, wollte da sowas umlagern in der Halle, bin irgendwie mit diesem Kamin, wie heißt das? Kamin, ist das richtig? Oder die Dinger Mast. Der Mast, ja. Genau. Bin ich hängen geblieben. Und dann ist wo so ein bist du hängen geblieben? Oh, an so einem, Decke. An so einem Sack, ja, da war irgendwie so ein Henkel und der ich mich irgendwie verheddert. Ja. Genau. Und da waren irgendwelche Futtermittel drin, verheddert und auch so ein Gabelstapler drauf, so ein Big Pack-Sack und völliger Totalschaden. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, also war zwar ziemlich eingedellt und ich habe mich so geduckt und es war ziemlich knapp, völlig crazy. Also das ist meine Erfahrung mit Gabelstapler. Also, also für mich ist es kein emotionsloses Produkt. So, es passieren jährlich, es war zumindest damals so, haben wir immer gesagt, so 26 tödliche Unfälle in Deutschland im Gabelstapler. Und es wäre sich ganz viel, also wenn man es mit Humor sehen kann und wer da jetzt so ein bisschen... sadistisch angehaucht ist, der kann man Gabelstaplerfahrer Klaus eingeben, für diejenigen, die es nicht kennen. Ich denke, das ist crazy. und es ist halt alles so Tatsache. Und es war meine Aufgabe, in einem Zielgebiet, wo der Händler damals so mittel-okay unterwegs war, dort Kaltakquise zu machen. Also ich hatte meinen Prospekt, ich habe geklingelt und mein Vater hat gesagt, du, wenn dir vorne an der Klingel Vertreterbesuche sind unerwünscht und da macht dir niemand auf, dann gehst du hinten rein. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich innerhalb vom ersten Jahr habe ich den Umsatz in dem Gebiet verdoppelt und hinterher war das dann so wie ein Hausgebiet quasi so gesehen. Und das war aber, da habe ich wirklich gelernt, was einfach nur Fleiß und was Schlagzahl ausmacht und umzugehen mit Ablehnung. Durch dieses Klingeln und dann bist du der nächste Vertreter, der gerade reinkommt. Ja, dieses Wort Vertreter, das war so eine, du bist jeden Morgen, wenn du keine Termine hattest, war es Kaltakquise zu machen. Leute kalt anrufen hat da gar nicht gepasst, hat da gar nicht hingehört. Ne? Es war wirklich, du musst vor Ort sein, du musst mit dem Gabelstaplerfahrer sprechen und der sagt dir, dann gibt es einen Bedarf. Und dann bist du über den Gabelstaplerfahrer, über den Werkstattmeister zur Sekretärin und hast irgendwie versucht, den Chefkontakt zu bekommen. Harte Schule, also das ist eigentlich ganz geil. Und da habe ich es gelernt. Und wenn ich jedes Verkäuferseminar, und ich mache sehr viele Coachings, immer wieder werde ich in diese Zeit zurückgedacht und bin so dankbar dafür. Und das war super hart. Das machen die wenigsten Leute so. Und ich glaube, derjenige, der das mal gelernt hat, egal ob die Handyverträge auf der Straße verkauft haben oder wer mal so einen Job mal gemacht hat, das ist wirklich eine Mega-Base. Also auch wenn man jetzt momentan mal vielleicht nichts anderes findet. Sowas machen, verkaufen lernen kann ich jedem empfehlen. Schule des Lebens. Ja, ich glaube auch, dass das wahnsinnig wichtig ist. Ja, vor allem Kaltakquise Nein sammeln. Ja, das Thema Ablehnung zeichnet ja auch einen guten Verkäufer aus. Ja. Also ich hatte vor kurzem einen Bewerber da. Also bei uns ist es so, wenn sich bei uns ein Verkäufer bewirbt, der kommt zu uns, hat einen Probetag und er kriegt dann so eine richtige eine Liste, Kaltakquise, muss er machen. Und das ist echt, die Liste ist nicht geil. Also es sind keine geilen Kontakte. So, und mir ist es aber einfach nur wichtig, dass der 100 Calls macht an dem Tag und Nein sammelt. 100 Calls. Ja. Genau, also ich will das, bei unserem Probetag macht der Verkäufer 100 Calls, da geht es mir nicht um den Output. Ja, mir ist egal, ob der Termine vereinbart an dem Probetag, mir geht es nur darum, dass er die 100 durchzieht. Ich will wissen, aus welchem Holz der geschnitzt ist, dass der Nein sammeln kann. Und ich habe schon super viele Leute da, die nach 10 Calls haben die 5 erreicht, 5-mal Nein bekommen und dann sind die fix und fertig. Und ein guter Verkäufer muss aber meiner Meinung nach, und so habe ich das jetzt bei dir auch rausgehört, absolut mit Ablehnung umgehen können.
Ja, absolut. Was hast du für einen Einstellungsprozess? Hast du da einen Prozess oder wie sieht bei dir ein Einstellungsgespräch Also aus? Also der Onboarding oder der Einstellungsprozess, Ja. nicht Onboarding-Prozess, sondern der Einstellungsprozess sieht so aus: Bewirbt sich bei uns im Sales und dann wird erstmal ein Gespräch geführt. Dann gucken wir erstmal, passt derjenige zu den Werten. Führst du das selber oder hast du da nee, jemanden? nee, das mache ich nicht selber. Und dann wird erstmal geguckt, okay, passt der zu unseren Werten? Hat der Bock drauf? Passt die Persönlichkeit? Du hast vorhin schon gesagt, Verkäufer, das sind spezielle Menschen. Also das ist eine spezielle Art von Mensch. Ja, ja. Das sind Kämpfer. Und dementsprechend Erstgespräch, dann Probetag. Ja, und dann kommt die Zusammenfassung und dann, okay, wie schaut's aus? Lass uns die nächsten Steps gehen. Ein super wertvoller Tipp. Ja. Kennst du den Test 16 Personalities? Der ist auch mit dabei. Ja, okay. Genau. Also das ist richtig, wichtig. Für diejenigen, die es noch nie gehört haben, ist wirklich, wirklich ein ganz wichtiges Tool. Ja. Ist ein kostenloser Test, den ihr dem Bewerber schickt und sich da mal ein bisschen reinlesen, dann bekommt man wirklich schon mal eine Vorahnung, mit wem man sich dann trifft. Also das ist, bevor wir überhaupt dann unser, wir nennen es intern Qualifizierungsgespräch führen, also nach dem Erstgespräch, dann den Test schicken wir dann ab, genau. Dann haben wir den dann vor uns und im Qualifizierungsgespräch geht es um den Lebenslauf. Und da ist es extrem, wie man hier unfassbar. Dann schon mal einfach mal so Vertriebler von Sachbearbeitern, also je nach Stelle, die man eben halt besetzen muss, wie man wirklich schon mal einfach sagen kann, okay, das funktioniert für meinen Vertrieb. Das ist, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du jemanden hast, der total unglücklich und gar nicht Spaß hat am Vertrieb. Absolut. Das ist wirklich eine ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu, bei uns ist es eben so, bevor der zum Probetag kommt, bekommt der automatisch, also der bekommt eine Mail, ja, da ist ein Link drauf, ja, kommt auf eine Landingpage und muss erstmal gucken, also kriegt eine Erklärung, was erwartet dich am Probetag, was musst du machen, ja, 100 Protokolls, macht doch den Test und so weiter, schreibt dann noch eine Zusammenfassung, muss mit zwei Verkäufern aus meinem Team auch ins Gespräch gehen, seine Fragen stellen, seine Erfahrungen mit uns teilen, bei uns ist das Thema Werte auch immer ganz, ganz wichtig, passt seine Persönlichkeit zu uns ins Team, ja. Aber cool, also 16 Personality ist auf jeden Fall ein mega cooler Test, um zu gucken, passt genau. Der überhaupt, ja, richtig das, geil. Das habe ich, mega wichtig. Habe ich auch mit dem Team jetzt gemacht, die ich einfach so ein Bauchgefühl eingestellt habe. Und es war verrückt, dass man, da hatte ich wirklich Glück, da hatte ich wirklich ein gutes Bauchgefühl. Aber man hat ja auch eine Fluktuation und da glaube ich, diejenigen, die nicht mehr da sind, wo die der Test ist, also die jetzt alle auch im Winter und in unserem festen Team gehören, Die sind alle an der Stelle und der Test passt wirklich für die Stelle. Ja. Und das hat es mir wieder bestätigt. Also das muss unbedingt in jeden Bewerbungsprozess. Absolut. Das Bauchgefühl hat da, ja. Ist auch ein guter Helfer, aber nicht der Helfer. Ja, absolut, absolut. Okay, also Gabelstapler, erfolgreich im Vertrieb. Wie ging es weiter? Ja, und dann war es irgendwann langweilig. Ne? Und es war dann kam ich an einen Punkt, wo ich immer mehr wollte und auch habe mir damals mein damaliger Chef hat mir dann, ich will es nicht sagen versprochen, aber mich immer wieder damit motiviert, dass ich dort auch mal in die Geschäftsteile mit einsteigen konnte. Cool. Und ich wollte immer mehr da rein. Ja, und er hat mir nie wirklich die Tür geöffnet. Es waren dann, ich habe viel ihm zugearbeitet. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war damals zu eifrig. Ich meine, ich war Mitte 20. Ich wollte, ne, und war, hatte tolle Erfolge im Vertrieb und habe das erste Mal dann einfach von meinen Provisionen mein sechsstelliges Gehalt gehabt und so. Das war im Monat oder im Jahr? Im Jahr. Das war damals gigantisch. Ne? Also ich war Mitte 20, hatte eine Wohnung für 700 Euro warm und hast ein super Geld verdient, Geschäftswagen, der nichts kostet. Also da hat man dann schon mal Oberwasser bekommen. Und das ist wieder auch eine Gefahr von jungen Männern, würde ich sagen, die im Vertrieb sind, dass man da ganz schnell dann übereifrig wird. Und das war ich damals. Also ich wollte zu schnell da rein. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es hat mein damaliger Chef, der hat mich nicht hingehalten, sondern er war noch zu jung, also der war damals Mitte 50, um mich schon mehr reinzuholen. Und er hatte nicht das Wissen, wie man mit so einem Mitarbeiter, der gerade wächst und der will, wie man den richtig fördert. Ja? Und hatte auch nie diesen... Wie groß war die Firma? Es waren damals 30, 40 Leute. Und das Unternehmen hatte zum damaligen Zeitpunkt noch zu wenig Prozesse. Also was ich von dem Unternehmen auch viel gelernt habe, ist, was ich bei mir anders machen möchte. Und aber alles positiv. Also das Unternehmen hat ja super funktioniert, hat tolle Zahlen und hat es nach wie vor, ist ein super Unternehmen dort. Aber ich habe da so viel dabei gelernt und ich kann meinen damaligen Chef heute ganz anders verstehen. Ja, und das war schon
da war ich damals zu übereifrig, wollte zu schnell zu viel. Und aus der Langeweile raus habe ich Dinge gemacht, die, da habe ich habe mich ganz viel mit Sport beschäftigt, habe mit dem Segeln angefangen. Da kamen so viele, ich hatte Zeit, ich wollte irgendwie halt mehr vom Leben. Und hab dann das ist eine ganz tolle Anekdote, die ist echt, erstmal beginnt sie traurig. Von einem Freund ist der Vater gestorben und dann hatte ich damals die Aufgabe, mir einen schwarzen Anzug zu kaufen für die Beerdigung. Okay. Und bin dann in dieses Modehaus und ja, wie es halt damals als Vertriebler war, das erste Mal Geld verdient, dann haben die mich da auch beraten, weil ich habe dann, ja, keine Ahnung, einmal im Monat ist man halt einkaufen gegangen und hat man halt als, ja, da hat man dann halt mal voll gemacht. Also Ja, wie klar. jetzt meine Frau, die jetzt mal einen Nachmittag mal ein Shirt kauft, das ist nicht mein Kaufverhalten. Ja. Ja, und dann haben die mich halt gut beraten und gab es dann diesen schwarzen Anzug, den musste ich unbedingt haben, der war mir aber viel zu teuer. Und Okay. für eine Beerdigung wollte ich jetzt keinen, mit 25 denkst du ja nicht, dass da jetzt noch mehr Leute Was sterben war das für werden. ein Anzug? Ein schwarzer Anzug, war so eine italienische Marke. Also jetzt, Okay. es war jetzt kein Markenanzug, also es war bestimmt ein Markenanzug, aber es war halt, ja, War ging halt jetzt damals zu dann. teuer auf jeden Fall. Der war Okay. einfach, ich weiß nicht mehr, der 1200 Euro oder sowas war das. Also ich kann auch 700 Euro gewesen sein. Es war 2016. Und dann war mir der zu teuer. Dann hat sie mir gesagt: Hey, pass auf, wir haben am Wochenende haben wir Tag der offenen Tür. Da machen wir eine Modenschau. Es wäre voll toll, wenn du hier so ein bisschen modeln könntest und einfach so ein paar Sachen. Und wir könnten ein paar Bilder machen und dann kriegst 50% Rabatt. Und ich habe gedacht: Mensch, super, in dem Laden gehen auch nur Unternehmen einkaufen. Super zum Netzwerk. Ich koste Genial. die Hälfte Ja. und ist nach einer halben Stunde erledigt. Und es ist ein lästiger Sonntag. Kann ja nicht schaden. Und dann haben wir das so gemacht. Und da hat damals ein Fotograf von mir Bilder gemacht. Zum allerersten Mal, dass ich überhaupt mal ein schönes Bild von mir hatte. Und der hatte das auf einer Modelkartei eingestellt. Und diese Modelkartei, da haben sich auch ganz viele so TV, ja, Sourcing-Leute hat da rumgetrieben, die Leute für TV-Formate gesucht haben. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen für ein TV-Format. Was war Ja. das damals für ein TV-Format? Und jetzt kommt's. Alle würden jetzt sagen, ah, die Bachelorette. Nein, es war Adam sucht Eva. Sag ich Eieieiei. das was? Also für diejenigen, die es nicht wissen, bei Adam sucht Eva, Geil. das war damals RTL oder RTL2, ich weiß nicht, ab 22 Uhr Das ist ist eine es, ganz wilde Nummer. ja, Ja, sind Leute nackt auf einer Insel, um sich dort kennenzulernen ja. und nackt deswegen, dass man quasi nichts versteckt. Ja, Wie Gott sie schuf. ja. Und ich habe eine sehr katholische Oma und auch Emi war damals beim Pfaffenhaus sehr aktiv und hatte eine große Vorbildfunktion und im Vertrieb willst du es ja auch nicht. Also schon gut, wenn sich nicht jetzt jeder, der dem Gegenüber sitzt, sich nackt vorstellen kann oder sagen kann, habe ich schon mal gesehen. Und dann habe ich gesagt, nein, das kommt ja gar nicht in Frage, das war dann sofort. Aber ich weiß nicht, also, boah, krass, da meldet sich jemand, ich google die Nummer, das ist tatsächlich Warner Brothers. Boah, krass, Warner Brothers kennt man jetzt von Filmen wie Batman und Co. Ne? Und ja, und dann kam sowas wie Adam und Eva, das war so ein richtiges Düdüm. Dann sagte die aber zu mir, Scheiße. das war ein Quali-Call, ne? Ja. Und dann sagte sie zu mir, Mensch, wie spontan bist du? Und sag ich so, was heißt spontan? Also ich war Single, ich hatte so viel Urlaubstage, gesagt, ich bin spontan, wenn ich will. Ob ich mir generell vorstellen könnte, es würde schon relativ spontan losgehen, eine Kollegin würde sich melden. Und dann hat sich diese Kollegin wirklich eine Stunde später gemeldet und mich dann einen Tag später zu einem Casting eingeladen. Und dann habe ich einen Tag Urlaub genommen, zu einem Casting gefahren und dann hieß es, du bist es, und ich war tatsächlich der Letzte, da musste den jemand abgesagt haben scheinbar. Okay. Und dann haben die gesagt, okay, ich bin es, habe eine Zusage bekommen, wenn ich Voraussetzung 8 Wochen Urlaub bekomme. Und das war natürlich die Challenge. Ja. Okay. Und da ging es eben um die Bachelorette. Ja. Okay. Und dann bin ich Also mit vielleicht diesem. nur noch mal zum Verständnis, das war Ja. eigentlich aus deiner Spontanität heraus hast du die Entscheidung getroffen, ich gehe zur Bachelorette. Naja, Oder? also es war. Oder war Ich das war, ich davor schon war. mal so, dass du gesagt Nein, hast, es war davor. TV-Format will ich unbedingt, ich will Nein, die Öffentlichkeit? ich hatte noch nie. Ich hatte damals nie einen Instagram-Account. Also ich hatte einen Du hattest. Instagram-Account, ich hatte keinen. Ach, du Also hattest kein nein, es Instagram-Account. war ja 2016, war ja so, da hatten ja die cooleren hatten dann Instagram und so, und ich war halt eher so in dieser Facebook-Bubble, ja. Und das war so, dass man, wenn ich so Influencer mit 100.000 Followern gesehen habe, dann habe ich mich als Vertriebler gefragt, wie können die am Mittwochmittag einen Chai Latte trinken gehen, ja? Und dann reisen die so viel rum. Wie machen die das? Wer bezahlt es denen? Wahrscheinlich bekommen die das Geld von Instagram. Also ich habe diese Welt nicht verstanden, war auch nie, ich habe es auch nie hinterfragt. Das war nicht mein Metier, ne? Und ja, und dann, es war einfach nur aus der Langeweile, weil ich war in dem Raum als Vertriebler in diesem Unternehmen, konnte ich nicht mehr wachsen.
Es war genau das. Es war einfach nur Langeweile. Ich hatte mir einen Kundenstamm aufgebaut. Das Unternehmen selber hatte nie so gedacht zu wachsen, wie ich es mir irgendwie mal so, wie ich mal sowas gesehen habe. Themen Online-Marketing und sowas, das habe ich so nebenher gemacht. Ich habe eine neue Website für so ein Unternehmen gebaut. Das habe ich so nebenher gemacht. Das war einfach, aber es war alles Langeweile. Es hat mir Spaß gemacht, aber es lief mir so locker von der Hand und ich konnte da nicht mehr wachsen. Ich konnte auch da nicht gestalten. Und dann ist diese Gelegenheit gekommen und das war schon, aber auch natürlich mit diesem Weitblick, dass du zu so einer Veranstaltung gehst, Bilder machst, dann auch hinlächelst und einfach quasi offen Opportunities gegenüber stehst. Ja, das ist Ja. so, aber das macht man als Vertriebler. Ein Vertriebler ist ja ein Opportunist. Also ein Vertriebler glaubt ja immer daran, dass das, was er jetzt macht, auch zum Erfolg führt. Weil Absolut. ansonsten würde er kein Telefon in die Hand nehmen oder ein Angebot schreiben. Ja? Und deswegen ist es gut, verkaufen zu lernen, ein bisschen das gut zu finden, denn es macht das Leben ganz schön viel angenehmer. Ja. Cool. Ja. Okay, also dann entschieden, ich gehe zur Bachelorette. Erstmal den Chef überreden, dass der mich auch freistellt. Ja, wollte ich gerade sagen, Ja. dann musst du es ja auch wieder verkaufen, du musst es ja auch erstmal überzeugen. Wie war das damals? Hat er gesagt, du Johannes, kein Problem oder wie war das? Nee, das war dann, ich weiß noch, ich bin dann da so, das war mein damaliger Chef, der war so ganz extrem strukturiert. Da ist Mittagspause, da ist Feierabend und dann war mir klar, okay. Und ich bin am Abend so reportmäßig einmal oder zweimal die Woche, dann kommen meine Aufträge und hatte gerade so ein paar Aufträge dabei. Und dann dachte ich, okay, erstmal, wie man es als Verkäufer macht, zeigst du erstmal, wie gut alles ist. Mega, alles Und super, dann geil. wissen ja auch alle, dass ich noch so viel Resturlaub habe. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe da eine Gelegenheit. Und habe einfach quasi das erzählt. Und das war dann auch, es war damals gedreht wurde im April, dann habe ich ihn ungefähr so am Ende Februar darauf angesprochen. Es war so eine, wir haben im Schwabenland gesagt, die saure Gurkenzeit, da ist jetzt nicht so viel los und es könnte doch ganz cool sein und mal schauen, was es alles bringt. Und Also, die habe ihm Argumente stimmen, definitiv. das habe ich ihm dann Passt. einfach verkauft und Geil. tatsächlich gesagt, weißt du was, mach's. Aber ich möchte mich hinterher wieder haben. Ja? Und ja, dann hat er mich dann freigestellt und dann ging die Reise los. Und auch da, Bachelorette ist das Thema Dating, auch da ist wieder, bist du ein guter Vertriebler, hast es im Dating auch einfacher, weil du bist es ja gewohnt, mit Neins umzugehen. Und wenn jetzt da so eine spitze Frage kommt, kann man auch mit einer Einwandbehandlung umgehen. Ja? Und das ist also, von dem her auch hat es sich im Dating dann gelohnt, weil die Bachelorette wurde ich auch nur Zweiter. Ja? Das heißt, der erste Verlierer, also das heißt, es ging dann über 8 Wochen, das heißt, ich war von die ganze Reise mit dabei, habe mich unsterblich in diese Frau verliebt, jetzt habe ich am Ende doch in den anderen Herrn entschieden. Und ja, um diese Geschichte dann abzukürzen, da ging es dann noch von zu weiteren TV-Formaten, aber die Frau, die damals die Bachelorette war, die ist heute meine Frau. Cool. Wir haben eine Tochter, die Haley Sue, und die wird jetzt im Mai 2 Jahre alt. Und alles wäre so nie gekommen, hätte damals ich einen Nissan Micra bekommen im Jahr Alles 2014. miteinander verkettet und verzahnt und eine Entscheidung führt zur nächsten und du bist der du heute bist aufgrund der Entscheidungen, die du getroffen hast. Richtig cool. Ja, also es waren aber wirklich, es sind immer Dinge, in die bin ich irgendwie so reingeschlittert, die habe ich natürlich gesucht, die habe ich auch rausprovoziert, weil ich wachsen wollte. Also man hört sich gerne mal so Podcasts an, wo dann jemand sagt, Mensch, und dann habe ich das gemacht und ich habe dann dieses Buch gelesen und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Nee, den Moment, Den hattest du nicht. den hatte ich nicht und an den glaube ich auch nicht. Denn dieser Moment, es ist auch nicht so, dass Mark Zuckerberg aufgestanden ist und gesagt hat, ich mache jetzt Facebook, sondern es geht ums Machen, ums Tun, in sich Situationen zu bringen und in diesem Raum, in dem man ist, der Beste zu werden. Und automatisch wird sich eine Tür aufmachen. Das heißt, in dieser Bubble, in der man gerade ist und wenn man Bäckermeister ist, und wenn man der beste Bäckermeister einfach wird, und wenn es erstmal nur in dem Dorf ist, dann wird sich automatisch eine Tür aufmachen und die größere Bäckerei wird dich abwerben wollen. Und am Ende bist du vielleicht dann der größte Consultant, der, ich weiß es nicht, ja, die Bäckerfilialen berät. Ja. Also wenn man der Beste in seiner Nische, in seinem dort, wo man sich eben aufhält, wird, und das kann jeder, es war noch nie so einfach, Wissen aufzusaugen. Und das Schönste ist, was man ja auch machen kann, ist mal so tun, als wenn man der Beste wäre. Geht ja auch. Ja, klar. Ja, bis du es selber glaubst und dann wirst du diese Person, wenn du glaubst, dass du, das habe ich ganz häufig gemacht, das war eine riesen Abkürzung, die aber hart ist. Das habe ich jetzt verkauft. Am Anfang hatte ich das Problem, ich war ja 22, aber ich Gabelstapler verkauft habe. Das heißt, und ich hatte keine Ahnung. Ja? Und mein Vater hat immer gesagt, pass auf, du musst es immer nur schaffen,
dass der mit dir zusammen jetzt ins Datenblatt geht, also das heißt, da wo draufsteht, wie hoch ist der Gabelstab, wie schwer ist der, das kann ich ja alles nicht wissen. Er hat gesagt, du musst es nur schaffen, dass du einen Grund hast, mit ihm zusammen in das Datenblatt reinschauen und ab dann liest er nur noch ab. Und das habe ich mein Leben lang gemacht, wenn ich keine Ahnung hatte. Ich habe mich einfach quasi spannend gemacht, habe versucht, eine Glaubwürdigkeit zu haben. Da war ein Gabelstaplerfahrer, der war Mitte 50, der ist 20 Jahre Gabelstapler gefahren. Ich bin 22, der guckt mich schon an und sagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mit ihm in den Prospekt geschaut, habe ich ihm sauber vorgelesen und habe ihm sauber seine Fragen beantwortet. Habe dadurch die Glaubwürdigkeit bekommen. Ich habe erstmal nur so getan, als wenn ich sie hätte. Habe aber durch die Fragen, die ich bekommen habe, gelernt. Ja? Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, machst du, wenn du jemand face to face sitzt, machst den Fehler kein zweites Mal. Und automatisch wirst du besser. Cool. Ja. Das war bei mir damals so das Thema. Ja. Finde ich richtig cool. Ja? Okay, also Bachelorette, allgemein mehrere TV-Formate. Vielleicht erstmal würde mich noch interessieren, wie war das eigentlich für dich? Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, fuck, bereue ich das, dass ich bei TV-Formaten jetzt in der Form mitgewirkt habe? Ich meine, Dating-Formate sind dementsprechend auch so ein bisschen ein Thema. Gab es dann Momente, wo du gesagt hast, boah, hätte ich das mal nicht gemacht? Irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, so, wenn du in so einem Format bist, gibt es immer Dinge, wo du sagst, hätte ich doch das mal nicht gesagt. Aber weißt du, so, ganz ehrlich, ich bin ja nur einer von 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ja, oder sind wir doch bei 8 Milliarden, 7,5 Milliarden, glaube ich. Noch. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ja, und einer von vielen, will ich damit einfach nur sagen. Und keiner ist perfekt. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man eine Person ist, die dann einen Fehler macht, über den kann man dann auch reden. Ja, und dann kann man sich auch für entschuldigen. Und das hat dann auch eine Größe und man hat auch einen Lernprozess. Und es gibt immer Dinge, wo man sagt, Mensch, das hätte ich doch damals nicht sagen sollen. Oder das hätte ich anders gemacht, rückblickend. Aber weißt du was, das ist alles meine Geschichte. Und ich habe durch jede Scheiße, was ich lauf halt wieder in irgendwie Fehler. Ich war gestern auf der Bootsmesse, dann kommt Sebastian Puffpaff von TV Total. Ich habe es nur schon gehört, wie die Producerin gesagt hat, hey, der ist der Johannes. Und ich war nicht vorbereitet. Ich stand gerade mit einem anderen sehr Prominenten, der gerade ein Boot kaufen möchte, stehe ich zusammen und war gerade so, nein, der darf jetzt den nicht sehen und der darf das nicht wissen. Und habe bestimmt auch zwei, drei richtig eklige Holpersteine gehabt, die man falsch verstehen kann. Aber weißt du was? So sind wir alle. Perfektion ist ja nicht das Ziel. Nein. Ich habe gerade so den Eindruck bei dir, dass du, und das finde ich richtig cool, du machst einfach Dinge, auf die du Bock hast. Ja? Also es ist nicht so, dass du immer sagst, das muss jetzt alles einen Sinn machen. Also, oder ich verstehe das jetzt falsch. Mhm. Ja, das muss jetzt nicht immer einen Sinn machen, weil es gibt sicherlich viele Menschen, die sagen, ich hätte da auch Bock drauf. Mhm. Ja? Aber was ist wenn? Und dann werde ich in eine Schublade gesteckt. Ja, und dann verbaue ich mir Möglichkeiten. Und ja? Das muss ich, das war ich nie. Ne? Also ich habe immer schon als Vertriebler mein ganzes Leben gemacht. Und als Vertriebler ist es so, einfach machen, oder? Also Angebote rausschicken und gucken, und dann denen hinterhergehen und gucken, was draus wird. Ja. Ja? Und dann ist irgendwas passiert. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich habe die letzten 4 Jahre in so vielen verschiedenen Städten gewohnt. Mein Steuerberater hat mir so oft die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wir müssen dies ordnen, wir müssen jetzt mal klären, in welchem Land wohnst du wirklich, bist jetzt eigentlich da gemeldet, wir müssen da wieder was umdrehen. Da habe ich super viel Geld für Notare bezahlt und extra Honorare, um einfach nur, dass wir auf jeden Fall kein Problem bekommen. Mhm. Aber ich hatte nicht die Zeit und auch keinen langfristigen Plan, wo werden wir eigentlich wohnen. Ist es jetzt Ibiza, ist es Mallorca, ist es jetzt Süddeutschland, wird es doch Düsseldorf. Warum? Weil es natürlich um die Opportunität geht. Ja? Das Leben ist doch viel zu geil, wenn man in seinem Alter ist von 20 bis 40, um zu sagen, nein, hier jetzt an diesem Standpunkt muss ich jetzt mein Leben um mich herum so gestalten. Ich kann nicht sagen, wo die beste Chance auf mich wartet, wo ich am glücklichsten werde. Ich bin dort, wo ich jetzt bin und aktuell ist es jetzt Ibiza, fühle ich mich so daheim und ich fühle mich so wohl. Und das hört sich jetzt vielleicht für manche Leute nach Chaos an, aber das ist kein Chaos, sondern es ist einfach, man spürt ja in sich selber, dass es noch nicht fertig ist. Aber es zu erzwingen, jetzt etwas fertig zu machen, dann baust du so ein Haus um dich herum, wo du aber gar nicht weißt, willst du die Tür wirklich da haben oder willst du quasi das Fenster nach Osten oder nach Westen haben. Und so haben wir auch ganz lange jetzt einfach, oder wir wohnen immer noch zur Miete auf Ibiza. Wir haben lieber gemietet, um erstmal zu schauen, okay, in welcher Ecke wohnen wir, fühlen wir uns wohl. Das erste war immer Stadtnähe, das andere wohnen wir jetzt viel mehr auf dem Land. Und daraus, und die Zeit hilft einem, die gibt einem immer wieder so ein Boot, das da so vorbeischwimmt und sagt, hey, schau mal, ich habe gerade eine Gelegenheit für dich. Und wenn es keine Gelegenheit ist,
kaufe ich mir ja nicht einfach nur etwas, was so da liegt. Das ist ja, du suchst die Gelegenheit, auf die muss man halt, da musst du halt beide Füße frei haben, die Hände frei haben und die Augen offen, damit man eine Gelegenheit erkennt. Und so machen wir das bis heute. Und ich habe erst jetzt eine fixe Struktur, erst jetzt melden wir uns dort richtig an und bauen jetzt auch mal diese Firmen nochmal drumherum. Andere, die fangen an, die werden erstmal 2 Jahre eine Firmenstruktur aufbauen, bevor die überhaupt mal einen Kunden haben. Und dass du da unterwegs das nicht schaffst, das ist klar. Also das Machen ist immer... Ich glaube auch, das ist einer der größten Fehler, den viele machen. Die gründen erstmal und brauchen erstmal die krasseste Produktvielfalt und Verträge. Creative. Ja. Und wir brauchen hier erstmal den krassesten Steuerberater und das Firmenkonstrukt. Und irgendwie so nach einem Jahr fällt dann mal auf, oh hoppala, wir haben ja gar keinen Umsatz. Also ich hab einen Freund, mit dem wollte ich schon so oft was häufig zusammen machen, aber es scheitert immer an den Verträgen, denn der arbeitet da mit Rechtsanwälten und dann zahlst du Tausende von Euro einfach, um einen Vertrag aufzusetzen, weil ich sage, lass uns das doch einfach jetzt aufschreiben. Vertrag brauchen wir, der Vertrag kommt von Vertragen, das heißt, wir schreiben Spielregeln auf, wie wir zusammenarbeiten. Und da hört es bei den, die meisten machen sich viel zu viel um das Was ist wann Gedanken, absolut, statt einfach mal zu schauen, jetzt lass doch mal gucken, wenn es gut funktioniert. Ja. Das ist so geil, das erinnert mich gerade, früher haben wir viel mit freien Vertriebspartnern zusammengearbeitet. Ja. Und, super, da bist du am schnellsten. Genau, aber... Aber am teuersten. Am teuersten, am teuersten auf jeden Fall. Und wie gesagt, vor allem der Zeitaufwand, ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Ich würde nicht mehr mit freien Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Nein. Aber das Thema ist, ich habe das mit so vielen freien Vertriebspartnern zusammengearbeitet. Gleiches Thema, was du gerade erzählt hast, die brauchen zig Verträge und das braucht man. Und in der Zeit habe ich 10 Mal das Telefon in der Hand. Genau, und dann meine allerbeste freie Vertriebspartnerin, mit der ich heute immer noch arbeite, die einzige freie Partnerin, ja. Mit der habe ich bis heute keinen Vertrag. Ja. Es ist nichts wirklich geregelt. Die von Anfang an hat sie gesagt, pass auf, Timo, wir machen das, wir starten durch. Ganz ehrlich, das passt für mich so. Wenn es nicht passt, dann lassen wir es halt wieder. Okay, also, super, alles klar. Wir verkaufen, von Anfang an super Gas gegeben. Ja. Happy, jeder ist glücklich. Sie hat mega verkauft. Einfach geil. Das ist genauso bei uns im Social Media. Also wir haben die lustigste Frage, die Leute immer so entsetzen, so, wer ist denn euer Manager? Meine Frau und ich, wir managen uns selber. Wir haben natürlich Agenten, die arbeiten uns zu. Aber du hast, wenn du einen Kunden hast, ja, wir haben mit denen eine Vereinbarung, da steht drauf, dann ist es fertig, das wird gemacht und das kostet es. Aber da steht jetzt, da brauchen wir keine Klauseln. Und damit machen wir den meisten Umsatz. Und das machen wir per WhatsApp. Ja. Und sicherlich haben wir auch schon Leute, ich habe gesagt, du hättest jetzt gerne einen Vertrag gehabt, denn den interessiert jetzt nicht mehr, was wir gestern gesprochen haben. Aber in der Zeit, bis ich den Vertrag hätte, habe ich aber schon wieder 5 neue Kunden gehabt. Und das habe ich nie bereut. Rückblickend sicher würde ich bei dem oder bei dem anderen machen, aber das wusste ich nicht. Hätte mich nur aufgehalten. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, es gibt ja immer Ausnahmefälle, aber von denen darf man sich ja nicht aufhalten lassen. Ja. Okay. Dann schließen wir eigentlich, oder können wir eigentlich so das Kapitel TV können wir schließen, oder gibt es jetzt aktuell noch so TV-Formate, wo du mitwirken möchtest? Gibt es da noch so offene? Nein, also ich muss sagen, so für mich war das war eine ganz tolle Lebenserfahrung und hat uns natürlich eine riesen Reichweite natürlich gegeben. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich würde auch nie ausstehen, dass ich mal wieder in einem TV-Format immer. Momentan ist jetzt nichts geplant, aber es ist auch manchmal ganz viel spontan. Es ist immer wieder das Thema, machen meine Frau und ich jetzt so ein eigenes Format, aber das sehen wir halt nicht im Fernsehen, sondern es ist eher, dass wir mal so ein Projekt machen, wie wir haben unsere 70-Tage-Challenge gemacht, in der wir aber so eine Body-Transformation gemacht haben. Das machen wir auf YouTube für uns und der Community, damit da Leute einfach mitmachen können und als Impressionist dort quasi mitzuwirken und einfach, ja, den Leuten zuliebe. Und ein TV-Format ist so viel Arbeit, so viel Aufwand. Ich habe da so viel Lebenszeit gewartet. Und da habe ich zu viel Hummel im Hintern. Verstehe. Okay, apropos Hummel im Hintern, du hast ein Unternehmen gegründet. Ja, das habe ich dann gemacht. Genau, ja. Wie lang ist es her? Also am Ende könnte vielleicht so ein Ghostwriter hier zuhören, da könnte er nämlich meine Biografie schreiben. Gut, wie gesagt, das kann man nutzen. Es ist zur freien Verfügung. Die Tatsache ist, ich habe ja den, für von außen war es so, also lass mich da kurz vielleicht so... Durch die TV-Geschichte kam ja auch quasi dann Aufmerksamkeit auf die Person. Und wenn jetzt so eine Person, das ist ja im ganzen Leben so, egal ob du jetzt im Dorf wohnst und du bist jetzt früher der Friseur gewesen, jetzt machst du ein Modegeschäft aus, schauen alle hin
Oder du bist im Fernsehen und warst früher jetzt Künstlerin für Social Media, singst jetzt plötzlich. Die Leute schauen da ganz genau hin. Und in meinem Fall war es natürlich auch besonders. Jetzt kommt dieser Typ, den kennen wir aus dem Fernsehen, der war in einer Dating-Show oder in anderen Formaten. Und der macht jetzt eine, es wurde immer so genannt, die Bootsvermietung auf Ibiza. So, und dann gab es noch dieses Covid. Ja. Ja, wenn das jetzt irgendwann ein paar Jahre mal angehört wird, ja, das gab es wirklich mal. Echt verrückt, da waren wir alle zu Hause. Und dann kam dieses Covid. Und tatsächlich war das so, ich habe auf der, jetzt aktuell ist die Bootsmesse in Düsseldorf. Und hier habe ich auf der letzten Bootmesse, bevor Covid war, habe ich damals die Entscheidung getroffen. Ich war damals gerade wieder frisch Single und habe die Entscheidung getroffen, ich kaufe ein Boot. Ich habe meine Segelscheine und also auch meine Patente und darf dann selber Kapitän sein. Vercharter dieses Boot, kann die Kosten decken von dem Boot, habe selber ein Boot und kann noch nebenher ein bisschen Boot verkaufen. Weil ich habe ja ein Boot, das ich zeigen kann, wenn jemand kommt, der kann auch so ein Boot kaufen, der kann mir das nachmachen. Das war so diese Idee. Okay. Und das, die Bootmesse, die findet im Irgendwie Januar statt. früher schon mal Berührungspunkte mit Booten gehabt? Also weil, oder warum, oder wie ist die Idee so grundsätzlich entstanden, dass du genau in dem Segment gründest? Naja, es war, ich habe Segeln einfach geliebt. Also ich war einfach immer Segler und dann durch das, dass sich ja dann meine Lebenssituation durch die Öffentlichkeit verändert hat, ich meinen alten Job nicht mehr ausüben konnte, hatte ich da diese 2 Jahre, wo ich irgendwie so nur Social Media, nur TV gemacht habe. Und da war ich dann unter anderem auf Ibiza und ich hab dieses Ibiza gespürt. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Club. Ich war dieses Jahr, nee, letztes Jahr 2022, das allererste Mal in einem Club auf Ibiza. Und wenn Leute mal an Ibiza denken, denkt man erstmal an einen Club. Aber ich habe diese Insel gespürt vom Flair, von der, manche Leute so esoterisch, diese Energie, der Vibe, die Leute, das hat mir einfach gut getan. Und ich habe mich einfach richtig wohl gefühlt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das machst du auf Ibiza. Es war auch branding-technisch, das kam erst im zweiten Schritt. Ich sage, jetzt bist du, kommst du aus dem TV, gehst nach Mallorca, dann sagt der jeder, als nächstes singt er beim Ballermann. Dann war es ohnehin dann Ibiza. Und ja, dann habe ich mir, das ist ja auch eine coole Idee, oder? Jetzt bist du Single, hast ein Boot auf Ibiza, wohnst auf Ibiza, wenn dich da jemand fragt, das ist also sicherlich Ist jetzt doch auch nicht ganz ein hinderlich. ganz ein geiler Lifestyle, Ja, ja, das auf hört sich jeden Fall. ganz gut an. Hört Ja, sich und gut an, nebenher auf machst du ein jeden bisschen Fall. Social Media, verkaufst vielleicht ein Boot, dann fährst du mit ein paar Leuten raus, zeigst dir, wie schön die Insel ist. Also eigentlich ein ganz geiles Leben. Und ja, das war dann, so bin ich aus der Bootsmesse gegangen und damals in ein TV-Format, direkt nach der Bootsmesse, habe ich gesagt, das wird so jetzt das letzte Format so. Und das war in Thailand und haben mir die Handys abgeben müssen. Und damals, bevor ich, also die Bootmesse war vorbei, da hat man schon gehört, da gibt es Corona in China und dann hat man da Bilder gesehen und es war so weit weg. Also es Ja. war 2019. 2019 war das, ja. Und dann war 2019, das Ende ja, 2019, man okay. hat die ersten Bilder im Fernsehen gesehen, aber es war so weit weg, es war ja in China. In China war ja immer wieder irgendwas so. Und da hat man nicht dran gedacht, dass es irgendwelche Auswirkungen nach Europa hat. Das hatte niemand. Gab es bestimmt auch auf NTV jemand, der das prognostiziert hat, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich erinnere Ja. mich an ein Abendessen mit Freunden und ich habe gesagt, nee, kommt nicht zu uns. Ja. Könnt alle entspannt bleiben. Genau. Ja, ich bin in das TV-Format gegangen und dann haben wir das Handy abgegeben. Und dann war ich in diesem Format und 4 Wochen später bekomme ich mein Handy zurück. Und die Leute, wie sie mir mein Handy gegeben haben, haben gesagt, ich soll mich jetzt noch nicht so sehr mit Nachrichten befassen, ich soll erst mal Freunde anrufen und so. Und das fand ich schon sehr seltsam. Und dann habe ich aber natürlich gegoogelt. Und die erste Info, die ich hatte, in Deutschland gibt es kein Toilettenpapier mehr. Nudeln knapp, Hamsterkäufe. Völlig crazy. Dann habe ich meine Familie angerufen und meine Familie so, ja, deine Pläne mit Ibiza, das kannst du vergessen. Dieses Jahr ist Ist alles Feierabend. Feierabend. Die Grenzen machen jetzt gerade dicht. Und ich so, wie, die Grenzen machen dicht? Und habe dann nochmal eine Nacht geschlafen, habe dann einfach den nächsten Flug direkt genommen und habe mein Auto vollgepackt abends. Ich bin gelandet um in München irgendwann um 17 Uhr, war dann um 19 Uhr heim, habe gepackt und bin in der Nacht losgefahren, um die letzte Fähre zu erreichen nach Ibiza. Denn mein Plan B wäre gewesen, ich wohne auf unbestimmte Zeit bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer, während ich auf Ibiza ein Apartment gemietet habe, ein Boot mich verpflichtet habe, einen Bürovertrag unterschrieben habe und ich einfach der ganzen Welt erzählt habe, was ich jetzt mache. Also das heißt, hey Digga, jetzt musst du Eier beweisen. Jetzt muss man Gas geben. Okay, krass. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich Ja, fahre. Und dann bin ich ja. losgefahren und dann hatte ich diese Momente, weißt du, so auf der Autobahn, ich war der Einzige. Ist ja klar, also die Kurve, die Grenzen waren dicht, oder?
Und dann, ich weiß nicht, wie in Frankreich dann, ich war so fertig und hab versucht, ein Hotel zu bekommen und habe dann in diesem einen Hotel, wo Licht brannte, bin ich dann da rein und habe gefragt, bitte könnt ihr mich aufnehmen? Und die haben gesagt, nee, gar nicht. Die waren in einem Mantel, weißt du, mit dieser riesen Maske. Das war so Außerirdische. Verstehst du? Das war so echt, jeder kennt diese ganzen Walking Dead-Filme. Die haben so gesagt, jetzt so geht's los. Ne? Also ich habe die Zombies schon aufgesehen und habe das auf Social Media so begleitet. Weil ich es einfach so spannend fand, so Dokumentare, und sage, hey krass, ich nehme euch jetzt mit auf meine Reise, jetzt geht das neue Leben auf Ibiza los, hoffentlich kriege ich die letzte Fähre. Hab die letzte Fähre erreicht, war wirklich die allerletzte, das war auch dem Fährfahrer noch nicht klar. Komme in Ibiza am nächsten Morgen an, die Polizei stand da schon, für alle, und musste direkte Weg, musstest du dann in Lockdown in dein Apartment, hab meinen Schlüssel dann erst bekommen, bin in dieses Apartment, es war kalt, leer, ich war da alleine, es hieß absoluter Lockdown. Und dann ging es erst los mit den ganzen Hiobsbotschaften. Also Hiobsbotschaft Nummer 1 war, das war am Abend, als ich ankam auf Ibiza, die Bank, die mir mein Boot finanziert hat, möchte auf einmal gar nichts mehr von Bootfinanzierung wissen. Okay. Also das ist eine Finanzierungszusage, die haben mir die Finanzierung gestrichen. Ist gestrichen, okay. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist der Werft anzurufen. Und die Werft sagt zu mir, du musst es abnehmen, das Boot ist quasi, das wird fertig, das musst du jetzt halt gucken, wie du das machst. Also ich habe keine Kohle, habe eine halbe Million Schulden. Ja. So, dann habe ich einen Businessplan und jetzt geht's los. Dann gehe ich auf Instagram und auf einmal sehe ich so auf meiner Reichweite, dass sich da was tut. Und auf einmal sehe ich diesen Oliver Pocher, der sich dann noch richtig sagt, wie kann man so dumm sein, der mich jetzt als Bratpfanne und hat dann mich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ja. Okay. Und es war in diesem Moment so, da stehst du in diesem Flur und du dir ziehst den Teppich oder den ganzen Boden auf den Füßen weg, denkst so, boah, die ganze Welt denkt, ich bin ein Trottel, bin ich ein Trottel, was mache ich denn gerade hier? Ich habe Schulden, ich wohne in der Bude, ich trinke Leitungswasser in Spanien und das wäre schon mal in Hast du Spanien da war. viele Nachrichten auch bekommen? Ja, viel ist ja gar kein Ausgriff. Also du musst ja, also auf Also haben meinem. dich die Leute dann gehatet oder wie? Es war der Shitstorm von Covid am Anfang. Also es ging ja. Dieses Video hatte am ersten Tag, ich weiß nicht, wie viele Millionen Aufrufe. Und es waren Nachrichten, du kannst dir nicht vorstellen, jede Presse hat davon berichtet. Es war, also Regenbogenpresse, es war aber auch bei RTL, es war überall, wie dumm jemand sein kann. Ich war ja quasi zum damaligen Zeitpunkt die Trottel von Corona. Die Leute, die sich nicht an die Regeln halten, wir sollen doch alle zu Hause bleiben und der fährt in Urlaub. Es war so, Ah, okay, du fühlst das dich war die nur Story. Missverständnis. Okay. Also, du fühlst dich nur missverstanden. Warum muss der das jetzt machen? Der bringt uns alle in Gefahr. Das war damals eine ganz andere Ausgangssituation. Es war ganz frisch. Ne? Also, Ja, die Leute krass. waren alle verunsichert. Und jetzt macht auch noch dieser Trottel das. Das heißt, du hast nur Kopfschütteln bekommen. Es gab niemanden, der an dich geglaubt hat. Und ich hatte einen leeren Kühlschrank. Ja? Heftig. Also, Okay. und das war so schon, da waren wirklich so und jeden, den ich angerufen habe, gesagt, auch Freunde, außer wenige, also einer, haben gesagt, du, das wird schon wieder. Es war echt, es waren so, meine Eltern haben gesagt, ja, du, aber ich habe dir das von Anfang an gesagt. Also hat niemand an meinen Traum geglaubt. Da gab es niemanden, ja, der mir gesagt hat, das wird schon. Und da war ich ganz allein auf Okay, Ibiza. das ist richtig krass. Ja. Okay. Und das war aber der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt erst recht. Und daraus ist dann eben Halle Wie lang Express war geworden. das tief? Weil jetzt sagst du ja gerade, jetzt erst recht, ganz ehrlich, ich nutze das Ganze als Rückenwind und jetzt gebe ich richtig Gas und beweise es allen. Wann kam so der Switch? Wie lange das war, das kann ich nicht sagen. Das war so damals so ein Trauma-Ding. Also Okay. ich weiß nicht, also mir war einfach nur übel, ja, aber meine erste Aufgabe war, okay, ich gehe jetzt mal einkaufen. Und das Einkaufen war eben schon ein Abenteuer im Kreisverkehr, Polizei, die dich da kontrollieren, ob du auf dem direkten Weg bist. Und während ich dort war, hat die Sonne gescheint im Januar, und nee, es war später, es war Mitte März. Und ich wusste einfach, es gibt ja keinen Plan B. Also was wäre ein Plan B? Plan B wäre sagen, okay, war echt dumm, ich melde Insolvenz an. Und verkaufe den Gabelstapler oder sowas. Ja, also, und das wäre ja total scheitern und das habe ich noch nie in meinem Leben. Also du kannst alles als Waffe nutzen und dann, und mir war klar, ich mache jetzt keinen Schnellschuss auf Social Media, um ein Statement abzugeben. Und dann habe ich einen sehr guten Freund, der ein sehr bekannter Comedian ist und von ihm, er war echt der mir der einfach den ich anrufen konnte, obwohl es mir scheiße ging. Wir kannten uns ja wirklich nur also aus dieser Öffentlichkeit her. Und wir haben ganz viel in der Telefonie. Und der hat mir immer gesagt so, hey, bleib cool. Jetzt mach jetzt mal medial keinen Fehler.
Ja, also er fand jetzt auch die Idee dann nicht mehr geil und sagt, Mann, geil, go for it, das wird schon. Dann hat mir dann medial geholfen. Und er hat mir dann diesen Tipp gegeben, okay, pass auf, ich krieg's jetzt vielleicht nicht Wort für Wort hin, aber das Wichtigste ist, nicht jetzt böse zu reagieren und sich zu rechtfertigen, sondern die Haltung zu haben wie, ja, ich kann euch verstehen. Ihr wisst es nicht besser, aber es ist so. Und das so kurz wie möglich. Und das war der Moment, der alles geändert hat, kurzfristig. Ich weiß nicht, die Story war dann einfach so, boah, hey Leute, ich habe mir gerade diese Story angeschaut, in etwa so war das, und habe dann eben gesagt, das sieht echt dumm aus. Ihr wisst natürlich nicht, dass ich hier auf Ibiza wohne und hier wohne. Ich hatte echt Glück, dass die letzte Fähre ergreift hat. Jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Ich habe mir hier eine Zukunft aufbauen wollen. Also auch wirklich so mein echtes Gefühl von außen zu transportieren. Denn die Menschen sind so. Die Menschen helfen auch gerne. Und die fühlen auch ganz gerne mit dem vermeintlich Schwächeren. Und es war wirklich das Beste. Und dann kamen dann die ersten Nachrichten wie, du machst das schon und so. Und das war so, du hast von 100 Nachrichten waren 90 echt. Also damals habe ich mir alle durchgelesen, weil ich hatte nichts zu tun. Und dann siehst du, hey, du Trottel, du Schwachkopf, du Egoist, alles. Also wirklich die. Es macht ja was mit einem. Ja, aber da waren diese einen dabei, die haben geschrieben haben, hey, ich find's voll geil, du machst dein Ding. Und so. Die anderen, ich war richtig tief traurig. Und es gab ja kein Strohhalm. Und das Schlimme war, dann kam das nächste Oliver Pocher Video. Und das nächste Oliver Pocher Video. Und jedes Mal wurde das Ding größer. Und noch mehr wurde mir umgedreht. Ich war einfach der Trottel der Nation. Ja? Aber was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht gegen Oliver Pocher geschossen. Ich habe Olli immer als Comedian bezeichnet. Habe immer gesagt, ja, habt ihr echt recht, das ist echt dumm. Meine Fresse, mir geht's echt scheiße. Das war so nicht geplant. Hattet ihr gedacht, dass das so passt? Habt eine Umfrage draus gemacht. Natürlich haben wir gesagt, war ja klar, dann, ja. Okay, du hast es einfach nur kommentiert, relativ neutral Genau. kommentiert, Einfach als das, nur. was es ist, bezeichnet. Okay, finde ich gut. Und das wurde später zu meiner stärksten Waffe und zu meinem besten Marketing-Tool. Denn dadurch habe ich jetzt einmal schon keine Feindschaft mit Oliver Pocher aufgebaut. Und auch medial hatten natürlich sehr viele Leute Interesse an meinem Statement. Und ich musste nur den richtigen Moment abwarten, meine Geschichte zu erzählen. Und das habe ich dann immer wieder, immer stichpunktartig, also ganz gezielt gemacht in der Presse. Unter anderem auch dann beim großen Jahresrückblick bei Oliver Pocher in der Show. Das war ja dann mittlerweile waren dann auch Reisen auf Ibiza wieder möglich. Und da hat er mich, natürlich war es ein ironischer Preis und mit ganz viel Witz, den Preis vergeben als Startup des Jahres, als Gag. Ja. Wir haben aber viele Beiträge zusammen gedreht und in den Beiträgen hat man gesehen, dass Olli mir Props gibt. Dass er natürlich nicht zu viel machen konnte, damit es dann nicht so geschieht ist, aber er hat mich mit meinen Booten, er hat mich auf Mallorca mit einer großen Yacht besucht. Das heißt, er hat mir die Glaubwürdigkeit gegeben, er hat mir diese Plattform gegeben und viele andere auch. Und von mir haben Leute erfahren, die hätte ich früher nicht erreicht und die hatten einen riesen Vorurteil von mir. Und die haben mir plötzlich zugehört. Und das war der absolute Game Changer. Und das hat zu unglaublich vielen Türen geöffnet. Also du musst dir vorstellen, alle fanden mich scheiße und ich habe gesagt, ich mache weiter. Und auf einmal bekomme ich dann einen Liegeplatz angeboten in der ersten Reihe. Ich hatte damals keine Ahnung, wie ich ihn leisten könnte, aber ich wusste einfach, das ist wichtig. Dann habe ich diesen Liegeplatz unterschrieben. Ja. Dann lerne ich diesen Typen kennen, der auch diese Geschichte kennt, den hatte ich, also der mich da verfolgt hat. Und ich sage, ich glaube an dich und der gibt mir ein privates Darlehen. Könnte das Boot kaufen. Und dann gibt es plötzlich, über den kam ich wieder an jemanden. Und auf einmal bekomme ich ein Office in der ersten Reihe mit dem größten Space. Ich wusste nicht, wie ich es mir leisten konnte, aber ich wusste nur, diese Ressource wird alles ändern. Weil die Sichtbarkeit da ist und ich habe Platz, ich habe viel mehr Platz als alle anderen. Also wieder gefragt, hey, kannst du mir helfen? Habe mir andere Partner reingeholt, um das unterzuvermieten, damit ich irgendwie diese Fixkosten halten kann. Und ich habe Partnerdeals gemacht dadurch mit Brands, weil deren Partner alle abgesprungen sind in Covid. Und jetzt kommt der absolute Megakick. Im Mai war noch klar, das wird noch keine Touristen, es wird jetzt keine Zeit geben für Touristen auf Ibiza. Ende Mai sah das anders aus und mein Boot lag da, hat ja, weil ich es hinlegen konnte, ich könnte mir keinen Winterliegerplatz leisten können, also habe ich es ins Wasser gelegt.
habe einfach so weitergetan, als wenn es morgen aufgeht, weil ich hatte ja quasi was zu erzählen auf Social Media. Und auf einmal heißt es, Touristen willkommen in Ibiza. Hammer. Und ich war der Einzige, der ein Boot im Wasser hatte. Und dann ging es richtig ab. Und dann ging es ab. Wir haben im Jahr von Covid, du konntest auf Ibiza ja ganz schlecht nur in Restaurants gehen. Das heißt, und da ist Hall Experience entstanden. Denn was haben wir gemacht? Wir haben alles, was die auf Ibiza gemacht haben, das Thema Feiern, Essen gehen, das haben wir auf dem Boot gemacht. Das heißt, ich habe mir einfach Gedanken gemacht, ich mache geile Obstkörbe, ich mache ein geiles Catering, das die Leute bei mir kaufen können, wo ich natürlich eine entsprechende Marge drin habe. Drinks, alles an Bord. Am Boot gibt es keine Maske. Die können sich da benehmen, wie sie wollen. Die können mit anderen Booten zusammengehen. Und dann war Rock'n'Roll. Und dann war das Boot jeden Tag draußen. Und habe dann einen Eigentümer kennengelernt, habe dann im gleichen Jahr dieses Schiff dann verkauft, ein neues Schiff bestellt, das Darlehen abgelöst, neue Partner mit reingenommen. Und dann ging es los. Und dieses Halle Experiences, diese Zeit, die ich durch Covid hatte, da haben wir diese ganzen Inhalte gedreht. Ich habe den Leuten gezeigt, wie geil Ibiza ist während Covid. Das ist alles sauber. Die Delfine waren im Hafen. Geil. Die waren überall. Die Leute hatten so Bock auf Ibiza. Leute, die noch nie auf Ibiza waren, waren alle da und die waren unsere Kunden. Ich war ein Unternehmen, den niemand kannte. Wir haben 96% deutschsprechende Kunden aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und in den letzten, also jetzt auch im Jahr 2022, ist es anders geworden, aber bis 2020, 2021 waren 96% zum ersten Mal auf Ibiza. Das bedeutet, keiner kannte mich vorher, die kennen mich alle nur von Social Media oder eben durch die Presse. Richtig und gut. Da haben wir in dem Jahr 21 hatten wir 30 Mitarbeiter davon bezahlt. Also ohne irgendein Darlehen, es gibt nur Privatdarlehen, die ich selber eingebracht also habe. Also ganz kurz, du hast 30 Mitarbeiter aufgebaut in einem Jahr? Im ersten Jahr 12, im zweiten waren wir 30, ja. Im zweiten 30. Ja. Krasser Wachstum. Ja, aber es waren auch viele schlaflose Nächte. Ja, und das glaube ist so, ich. Also ich finde es gerade krass, weil da steckt so ein riesen Learning drin, wie wertvoll es oder was daraus entstehen kann, wenn man sich nicht von seinen Emotionen überwältigen lässt. Und genau das möchte ich erzählen. Also ja. Ich kenne so viele Leute, die einfach in einer scheiß Situation sind, die einfach vielleicht auch gar nichts dafür können. Mhm. Ich kenne Leute, die mussten die Privatinsolvenz anmelden, weil auch vielleicht Covid denen einfach quasi da einfach ein Loch reingegraben hat. Aber es gibt da einen Weg. Ja? Und das kann einfach, das Letzte, was du machen darfst, ist halt aufgeben. Du musst halt immer quasi trotzdem weitermachen. Und das ist so, das erzählt einem ja jeder. Ja? Im Idealfall musst du nie so tief fallen, aber mir ging es richtig scheiße. Aber heute sagt mir jeder, der zu mir auf die Messe kommt, sagt mir, echt krass, was du aufgebaut hast. Aber war ja auch natürlich durch euer Social Media. Also, ja, aber es gab den einen Tag, da wollte auf Social Media von mir niemand was hören. Das ist so. Also für mich ist es eher, du bist ein extrem krasses Risiko auch eingegangen und daraus resultiert ein unglaublicher Wachstum und deswegen Chapeau, also ich finde es richtig krass. Es war immer all in. Ja, es war all immer in. All in. Mega. Also es war aber auch so, dass ich natürlich wusste, dass ich Verkäufer bin, um auf das zu kommen, dass mein Ziel nur war, genug Leads zu haben, diesen Leads mein Angebot zu erzählen, dabei zu pitchen, wie scheiße es mir geht, aber dass ich will, dass diese Leute, also weil ich ein guter Verkäufer bin, mich gut pitche und die mir vertrauen, mir dann zum Beispiel das Darlehen zu geben, bei mir ein Boot zu mieten, weil sie wissen, dass ich mein Versprechen halte und diese Linie halt immer gerade durchzufahren. Also es gibt manchmal macht man als Verkäufer Zugeständnisse, die wo man hinterher bereut, ja? Wenn man sagt, okay, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Das würde ich nie wieder sagen. Großer Fehler. Ja, großer Fehler. Großer das Fehler. Macht man aber am Anfang. Ja, das sind so Fehler. Aber nein, aber da lernt man draußen. Wenn man sein Wort hält und auch trotzdem dann, wenn man dieser Person das Versprechen gibt, trotzdem rangeht, dann hat man da einen treuen, langen Kunden über Branchen hinaus. Richtig cool. Ja. Lass uns mal ein bisschen tiefer in dein Unternehmen reingehen. Also die Wachstumsstory ist gigantisch. Also jetzt seid ihr 30 Leute, habe ich richtig verstanden, oder? Wir werden jetzt weniger. Weil natürlich, okay. Ja, wir mussten, ich musste ja, du musst dir vorstellen, ich komme nach Ibiza, ich bin der Deutsche. Ne? Mhm. Kannst du Spanisch? Ganz schlecht. Also es ist Hall? Muy bien, tú. Wie von die Fahrt, como siempre. Ah, okay. Nein, mein Spanisch kurz ist... mein Spanisch ist unterirdisch. Ich habe am Anfang, gerade in der Covid-Zeit, sehr viel Spanisch gelernt. Da hatte ich auch Spanischunterricht. Da habe ich die Zeit genutzt und das reicht mir heute für alles, was ich brauche. Ich habe aber halt nur Leute eingestellt, die halt natürlich perfekt Spanisch sprechen. Das war die Abkürzung Nummer 1. Und das Hauptproblem war aber als Ausländer, der nicht ernst genommen wird in der Branche, aber das hatte ich schon immer, war es so, dass ich alles teuer bezahlen musste. Also meine Mitarbeiter waren teurer als die von den anderen.
ich habe nicht diese Angebote bekommen, dass ich... Wieso waren die teurer? Weil du einfach... Du bist ein Newcomer. Du bist ein Newcomer. Ein Kapitän verpflichtet sich jetzt bei dir, also unterschreibt dir den Vertrag für die Saison. Ich mache das für dich, aber nur für den Preis, klar. Okay. Ein Risiko. Mhm, klar. Was, wenn der Haller nicht funktioniert? Mhm. Und er kommt aus einer ausgehungerten Corona-Zeit. Ne? Mhm. Also das Sozialsystem in Spanien ist bei weitem nicht das, was wir hier in Deutschland kennen. Mhm. Und das heißt, ich musste immer mehr bezahlen. Und ich als Ausländer, wenn ich zum Beispiel eine externe, Beispielsthema Bootscleaning, wenn ich als Ausländer eine externe Firma anheuere und frage, ob die bei mir mein Boot putzen, bin ich der Letzte in der Kette, zu dem die pünktlich kommen. Mhm. Ja, ich bin ja der Newcomer, ich bin der Deutsche. Ich kenne nicht Pablo persönlich und seine Mutter, ja, dass der wirklich auch, obwohl es dem jetzt heute Morgen vom Feiern schlecht geht, trotzdem ein Boot putzt. Das heißt, ich war und ich bin da in jede Falle reingelaufen. Ich habe selber Boote geputzt, weil es für Miete war und der nicht kam. Aber du kannst ja nicht im Hafen rumschreien und denen dann alles Mögliche heißen. Nein, die Konsequenz war, diese Menschen einzustellen. Ja? Okay. Das heißt, eigenes Boot, da Geld in die Hand nehmen, dieses Team aufbauen, unabhängig zu werden. Denn auf Ibiza oder... Ja, Ibiza ist schon eine Pirateninsel, man nennt ganz viele Leute dort Sharks. Ja? Mhm. In der Zeit von Mai bis September, Oktober wird gejagt und da ist man keine Freunde. In der Nebensaison sind alle Freunde, aber in der Hauptsaison Camp ist das schon eine ganz krasse Ellenbogengesellschaft, Verdrängungsmarkt. Und da ist es schön für Mitbewerber, einem die reichende Hand zu geben und parallel das Bein zu stellen. Und das habe ich erlebt. Also auch von Deutschen, die ein Unternehmen haben, ich war für jeden der Störenfried. Okay. Ja? Und das hatte zur Konsequenz, dass ich alle Stellen einstellen musste und fix besetzen musste. Also alle. Okay, jetzt bist du aber gerade so in der Phase, Strukturen schaffen, aussortieren, Prozesse schaffen, Strukturen schaffen. Genau. Also, weil das war ja eigentlich jetzt nur Momentum, Momentum, Momentum und richtig. Jetzt geht es mehr um Strukturen, oder? Genau, richtig. Und das ist genau das, was ich am Anfang erzählt habe. Erst jetzt bauen wir Prozesse, erst jetzt bauen wir wirklich Abläufe und jetzt sind wir auch, jetzt haben wir so viele eigene Schiffe, dass wir Verhandlungen führen können und sagen können, alles klar, du darfst diese Boote alle putzen, das ist festes Geld, das du verdienen kannst, zu diesem Kurs und das sind unsere Bedingungen. Und das erlaubt mir natürlich dann zum Beispiel mal ein Cleaning-Personal von 12 auf 0 zu fahren. Ja. Kostet mich natürlich dann mehr, aber das ist ja quasi, das hole ich über meine Prozesse natürlich rein. Und es war halt einfach so, du musstest in je nach Geschäftszweig, musstest, oder sagen wir mal Aufgabengebiet, musstest du immer 1,5 Personen beschäftigen, weil die Zuverlässigkeit da nicht ist. Ich meine, du kannst nicht von jemandem, der nur dafür verantwortlich ist, Handtücher zu reinigen und die zu trocknen, verlangen, dass der echt zuverlässig immer da ist. Ja, also ja, und plus, wie gesagt, als Unternehmer ist ja auch nicht deine Aufgabe, möglichst viele Mitarbeiter aufzubauen, nein, sondern den Gewinn zu optimieren. Richtig, das war meine Aufgabe. Und auch die Verantwortung meinen Mitarbeitern zu übernehmen, dass ich die auch gut langfristig bezahlen kann. Nicht Ibiza, sind viele Leute, haben da 4 Monate Arbeit und die restlichen 8 Monate gehen sie zum Amt. Ja. Und das ist alles andere als nachhaltig. Mhm. Du verlierst die Mitarbeiter, kannst sie nicht länger halten. Das heißt, also meine Aufgabe als Unternehmer war, die Saison so lang wie möglich zu machen. Und da hat mir dieses Marketing von Covid wieder geholfen, weil wir halt gezeigt haben, so geil ist die Offseason. Mhm. Wir vermieten Boote im März, wir vermieten Boote im November. Es ist auch geil, da Boot zu fahren. Ey, jetzt an Weihnachten hatten wir 25 Grad. Hammer. Wer nicht draußen war, hat es echt 25 Grad an Weihnachten? Jetzt gerade, dieses Dezember war sicher außergewöhnlich. Was haben wir gerade? Ja. Wie ist es gerade? Heute Morgen eine Assistentin von mir habe ich gesehen, da waren es 12 Grad. Wir hatten jetzt auch gerade eine kalte Tiefe davon. Ne? Also das März ist immer schon, da hast du mal manchmal noch Pech. Februar ist wirklich so richtige Regenzeit. Februar ist jetzt Ibiza überhaupt, will ich nicht pauschal sagen, aber das ist jetzt so die Zeit, wo wir auch eher reisen oder viel Büroarbeit machen. Mhm. Aber so bis Dezember hast du eine geile Zeit. Geil. Ja. Hammer. Ja, ja richtig cool. Und jetzt geht eben der ganze Trend von viele Mitarbeiter, die alles produzieren, eben in Prozessoptimierung, die richtigen Leads von den richtigen Stellen zu haben und die im Sales richtig abzuarbeiten. Leads finde ich spannend. Lass uns da gleich reingehen. Vielleicht noch eins. Wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht und was ist das Umsatzziel für dieses Jahr? Ich hoffe, ich kriege heute vielleicht noch die ganz fixen Zahlen. Bei uns ist ja in Spanien wird das Geschäftsjahr mal ein bisschen versetzt abgegeben. Wir werden dieses Jahr vermutlich bei 3 Millionen liegen. Ja, dieses Jahr? Also von 2022. Ach so, okay, also letztes Jahr habt ihr 3 Millionen Euro Umsatz gemacht, okay. 2022 haben wir 3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Im Jahr 2021 waren es 1,7 Millionen. Ja. Mhm. Im ersten Jahr haben wir 500.000 gemacht. Und ich bin happy, wir sind nicht fremdfinanziert. Wir haben keine Investoren. Es ist stabil. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mir persönlich ein Gehalt zu zahlen. Ich könnte mir immer wieder mal
ein Darlehen, was ich reingebe, um was rauszunehmen. Für mich selber reicht es noch nicht, aber das kommt. Und im Moment... Aber seid ihr profitabel? Wir sind profitabel, ja, solange sich der Geschäftsführer nichts rausnimmt, also nichts Überwiegendes. Ja. Also ich habe vorhin so rausgehört, so große Autos und so. Nein, also nein, wir sind profitabel, aber es ist so, ich habe so große Pläne, wir sind jetzt gerade in einem Skalierungsprozess und wir haben auf den Meta-Plattformen, werden wir immer mehr wieder investieren, so dass ich das Geld ganz gerne da drin lasse. Ja, und jetzt auch in der glücklichen Lage bin, dass ich im Moment das Geld der Gesellschaft momentan nicht brauche. Und das Ziel für 2023? Ja, 2023 möchte ich gestalten. 2023 ist mir der Umsatz sekundär. Also wir werden zwangsläufig bei 4 Millionen landen. Es ist eine Konsequenz, die passieren muss oder passieren wird. Schade ist natürlich immer, das muss man bei der Bootsbranche wissen, dass natürlich die Umsätze, wenn man ein Boot verkauft, nicht zwangsläufig über die eigene Bilanz läuft, weil es oft dann zwischen Bootseigentümer und dem Käufer ja direkt stattfindet. Das heißt, dann ist dann nur eine Provision. Das ist schade, dann hätte man ganz andere Umsatzzahlen, über die wir sprechen. Mhm. Aber das ist eben halt nicht so. 2023 wollen wir vor allem ganz effizient werden. Das ist, wir haben Salesforce, haben wir letztes Jahr eingeführt und das wird jetzt immer noch, also das Salesforce ist ein CRM. Bist du zufrieden mit dem CRM-System? Ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin noch nicht gut genug selber darin. Okay. Wir haben uns gegen Salesforce entschieden. Ja. Wir haben uns für HubSpot entschieden. War ganz lange bei uns auf der Liste. Ja, ja. Bin sehr zufrieden gerade damit. Mhm. Ja, gibt trotzdem immer wieder so ein paar Baustellen. Ich meine, so ein CRM-System wächst ja genau, mit einem. Ja, das ist ein ständiger Prozess. Das hört ja nie auf, aber spannend, ja, finde ich. Wir konnten HubSpot nicht verwenden, weil wir haben ja einmal B2C und einmal B2B. Mhm. Und im B2B-Business gibt es ein paar Anwendungszwecke, die man ganz einfach automatisieren kann. Und das funktioniert über HubSpot nicht. Weiß ich, ja. Ist über HubSpot, B2B sind auch so meine Erfahrungen eher ein bisschen schwieriger. Ja, und das hat mich die teurere Variante Salesforce gekostet. Das hat mich, da sind wir jetzt bei einem sechsstelligen Betrag mittlerweile in Entwicklung und wirklich, was wir da wirklich reingebuttert haben. Aber das kommt. Und ich glaube, das, was wir da jetzt aufbauen, das wird so außergewöhnlich in dieser Branche. Ja. Das wird auch ganz viel in unserem Sales-Prozess revolutionieren. Okay, wie viele Sales-Mitarbeiter hast du? Wir werden jetzt 4 Sales-Mitarbeiter für diese Saison haben. Mhm. Ich finde bisher noch nicht die richtige Person. Ich gehe jetzt schon in Unternehmensstrategie rein, was ich mit der Marke quasi sehe. Es können ganz gut 6 Personen sein. Kommt es darauf an, in welchem HalExperiences HalExperiences ist ein Brand, das verspricht, die beste Zeit deines Lebens bei uns zu haben. Ja? Und das ist vor allem das ist unsere Zielgruppe, der Tourist auf Ibiza. Der Verkauf ist ein ganz anderes Brand, aber wenn wir auf dem Bereich jetzt quasi bleiben. Und für diese Baustelle im Moment betreiben wir, sagen wir mal, vom Concierge-Dienst bis Bootscharter. Und an das Thema wird eben angedockt, das ist quasi der ganze Reiseaufwand vom Mietwagen über die Hotelbuchung oder Ferienhaus bis hin eben. Das fehlt mir ein Baustein. Flug. Egal ob jetzt Privatjet oder Linienflug. Diese Bausteine müssen da implementiert werden. Also das heißt im Endeffekt als Kunde, ich entscheide mich für Halle Experience und ich kriege wirklich alles von A bis Z. Ja? Ich starte von zu Hause los und ab 2024 wird es so sein, dass wenn du an Ibiza denkst, du an uns denkst und du bei uns ein echtes Erlebnis auf Ibiza buchst. Du wirst, die Leute gehen nicht nur noch in Urlaub. Ja? Und die Zeit, das ist das größte Gut, die möchte man in seinem Urlaub effizient nutzen. Man möchte einmal viel sehen, man möchte einen richtigen Ort mit der Familie genießen. Unser Kunde ist der typische Unternehmer, der seinen Jahresurlaub macht. Ja? Entweder mit der Familie oder mit Freunden. Und dieser Mann oder Frau, überwiegend sind tatsächlich Frauen unsere Kunden, arbeitet das ganze Jahr so hart für diese 2 Wochen, manche 4 Wochen, aber sagen wir mal 2 Wochen, manche sind sogar nur 5, 6 Tage. Und diese 6 Tage, die gilt es jetzt so zu füllen, dass er wirklich heimgeht und sagt, das war geil. Und das, wenn ich dieses Kundenversprechen zu 100% halte, werden daraus nur mehr Kunden.
Okay, was hast du so durchschnittlich für ein CLV? Ja, also was bringt dir so oder was kostet so eine durchschnittliche Experience bei dir? Lass uns beim aktuellen Thema Boating bleiben. Also das eine ist jetzt Vision, diesen Baustein, der Baustein für Hotel, Flug, Mietwagen etc. Dieser Baustein ist noch nicht ein offizieller Okay. Bestandteil, weil uns da der Mitarbeiter in dem Bereich fehlt. Das wird sich dann noch, eigentlich noch total ändern. Aber Also jetzt gerade aktuell, nur Boating. sind wir ganz konzentriert auf Tagesausflüge mit dem Boot. Okay, Ja. verstehe. Da werden sich andere Bausteine anbauen, aber das sind wir noch nicht. Oder es ist nicht relevant, dass wir darüber reden. Was da momentan stattfindet, sind viele Testings, die wir machen unter einem Co-Brand, was jetzt offiziell mal nichts mit HAL Experience zu tun hat, um eben mal Erfahrungswerte zu sammeln und mal einfach was zu messen. Im Bereich Boating ist der durchschnittliche Sales Price, der wird leider von den großen Yachten beeinträchtigt. Das muss man, also wir haben Yachten, die kosten am Tag, sagen wir mal realistisch, ohne jetzt zu übertreiben, sagen wir mal zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Die gibt es auch. Das ist aber ein kleiner Bestandteil. Wenn da aber jetzt jemand natürlich 2 Wochen dieses Schiff mietet, ist das ein entsprechender Umsatz und beeinträchtigt die anderen Zahlen. Unser 80% Geschäft ist ein Tagescharter, der im Durchschnitt bei 4.200 Euro liegt. Am Tag 4.200. Genau richtig. Das ist der Okay. durchschnittliche Kunde bei uns. Und 8 bis 12K ist wirklich schon hochpreisig oder gibt es Nein, da da? reden wir über eine Yacht. Das ist eine echte Yacht, die hat dann 4 bis 6 Schlafzimmer. Und im Tagescharter sind die dann eher bei 10, würde ich jetzt mal sowas sagen. Das sind dann die Leute, die haben ein Business-Meeting, das sie dort realisieren wollen. Incentive-Trips. Ein Unternehmen möchte die Top-Verkäufer belohnen. Ja. Die machen Tagestrips und dann gibt es dann eben einige ja, gute Unternehmer, die dann ihren Familienurlaub so machen. Und da ist dann die Woche realistisch ab 60.000, 70.000 Euro. Ab Ja. 60.000, 70.000 Euro die Woche. Genau. Also es ist, ja, du kannst ab einem, du musst überlegen, du wohnst auf dem Wasser. Richtig Ja. geil. Es ist richtig geil. Also der Luxusaspekt ist das eine, aber das andere ist natürlich, wenn du jetzt deinen Familienurlaub machst und du jetzt nur 10.000 Euro ausgibst auf Ibiza für eine Woche, dann bekommst du ein entsprechendes Boot und der Urlaub wird natürlich zum Nightmare. Wie ist es auf dem Boot? Habe ich da schon Verpflegung inklusive? Habe ich da Essen? Habe ich da Trinken? Oder ist es wirklich nur Bootschartern? Ist da Benzin mit dabei? Depend on the deal. Ja? So, also bei den großen Yachten ist alles separat. Ja? Also das musst du dir vorstellen, das ist jetzt ein, wir reden jetzt ja von irgendjemand, der führt eine AG oder was, das ist ein großes Unternehmen oder es ist ein sehr prominenter. Da gibt es ja keinen, die Verpflegung ist inklusive, denn vielleicht ist er Frutarier und hat natürlich eine deutlich günstigere Beschaffungsquelle oder Nahrungsquelle als Leute, die einfach vielleicht auf Hummer oder ich will es jetzt nicht alles aufzählen, was da möglich ist, aber oder welchen Champagner man trinkt. Da gibt es eine Preference-Liste, die geht man durch. Diese Preference-Liste mit dem Gast, der ein Boot für 100.000 Euro die Woche zu machen, das geht schon 20 Minuten, bis man da alles besprochen hat, was da an Bord ist. Ne? Und was der Koch, der dann auch an Bord ist, zusammen mit einer vierköpfigen Crew, was die alles möglich machen. Ne? Das sind schon wirklich Details. Tagescharter, und das ist wirklich wo wir unseren USP entwickelt haben und wo mich alle für dumm gehalten haben, ist, und das hatte ich aus der Gabelstaplerzeit, dass man etwas kauft und dann ist klar, dass ich alles habe. Ja? Stell dir vor, du kaufst einen Gabelstapler ohne Gabel. Ja? Hat keiner Bock drauf. Ja, die Lieferung. Wie kommt der Gabelstapler hin? Der wiegt jetzt 4 Tonnen. Wie kommt jetzt dieser Gabelstapler jetzt zu mir, dann nach Augsburg? Ja? So, und das sind einfach so Themen. Und beim Boating ist es so, dass es. Und das machen tatsächlich die Leute immer noch, obwohl wir so einfach zu kopieren wären. Ne? Die gehen hin und machen Abpreise. Dann nehmen sie auf ihre Website einen Preis, der ist April, netto, ohne Kapitän und ohne Kraftstoff. Was hat das zur Folge? Unkalkulierbar für mich als Gast. Sind für mich zu viele Viel Komponenten, die ich schlimmer. nicht einschätzen kann. Okay. Aber für mich als Unternehmer, ich bekomme doch Leads, die gar nicht abschließen kann. Wollte ich gerade sagen, ja, weil der das ist einfach für den Abschluss gibt es zu viele Komponenten. Ja. Total. Also, und es gibt natürlich jetzt die Leute, die sagen, ja, klar, schick mir es rüber, mache ich, überweise ich. Und was passiert mit denen, wenn du denen jetzt quasi sagst, hey, pass auf, aus den 2.000 werden jetzt 4.000? Die sind unzufrieden, die kommen nie wieder. Die werden jedem ihrer Freunde erzählen, was du für ein Betrüger bist. Unser USP ist es, dass wir dem Kunden ein echtes Produkt geben. Das heißt, der Kunde weiß ganz genau, was der Tag bei uns kostet. Natürlich Okay. haben wir verschiedene Upselling- und Cross-Selling-Produkte wie
Obstkorb oder, aber so Themen wie Kraftstoff, ja, ist entweder im Preis inkludiert oder er ist ganz klar ausgeschrieben, sodass es keine Überraschung gibt, sodass das Ende der Fahrt nicht damit endet, dass es eine Diskussion gibt, wo dir jemand auf Spanisch erklärt, anhand einer Kraftstoffanzeige, wie viel Kraftstoff man verbraucht hat. Ja? Und das sind einfach Themen, wo du einfach einen zufriedenen Kunden hast und der Tag, der hat bei uns eine Reiseplanung. Es ist wie mit allem. Also, wenn du fährst aufs Meer doch nicht ohne ein Ziel und die meisten werden da dann einfach rumgeschippert wie irgendwelche Touristen. Man zeigt denen eine Bucht, schickt die ins Restaurant, werdet ganz schnell betrunken und dann fahren wir wieder heim. Bei uns ist ein 8 Stunden ganzer Tag und da lebt man von einem tollen Sonnenuntergang, der Also Gast. kann ich als Gast individuell mitbestimmen? Ja, total. Also, es ist ja wie in jedem Sales-Prozess gibt es eine Bedarfsanalyse. Ja, also in unserem Call wird einfach quasi mal grundsätzlich klären, um was geht es? Sind es jetzt Incentives? Ja, ich sage jetzt mal, ein klassischer Unternehmensausflug, der hat ein ganz anderes Ziel, da fahren wir ganz andere Buchten an, wie eine Familie, die mit den Kindern jetzt schön baden geht, Klar. oder ein Junggesellenabschied, die gehen in einen ganz anderen Beachclub, in ein ganz anderes Beachrestaurant. Und das sind so viele Dinge, die man individuell klärt, dann auch je nach Verfügbarkeit prüfen muss und das machen alles wir. Das heißt, vom Check-in bis wo stoppen wir? In welches Restaurant gehen wir zum Mittagessen? Wir machen die Tischreservierung und ich glaube, einen besseren Tisch kann man nicht bekommen, wenn man ihn mit uns bucht. Ja. Geil. Ja. Okay. Alles klar. Also das Produkt ist aktuell, also du hast große Ziele, du möchtest dich weiterentwickeln. Dieses Jahr ist eher strategischer Natur. Das Produkt ist ja sehr individuell gestaltbar. Ich glaube, es ist für jeden was mit dabei. Wie sieht der durchschnittliche Kunde aus? Du hast jetzt zwar gesagt, okay, viele Familien, dann gibt es Incentives von Unternehmen. Gibt es eine Tendenz? Welche Menschen machen sowas? Also ich würde sagen, also wenn man es jetzt ganz genau anschaut, sind es tatsächlich 80% sind Kunden, die aus dem unternehmerischen Hintergrund haben oder eben Rechtsanwälte, Steuerberater, Einkommen plus 150.000 Euro. Ist Okay. so, würde ich jetzt einfach mal so beurteilen. Ausnahmen sind Junggesellenabschiede, Familien, die einfach dann mal sagen, Mensch, wir wollen das beim Haller so machen und dann nehmen die sich ein kleineres Boot. Die haben ja auch Schiffe für 1.500 Euro. Das ist aber echt ein Randprodukt mittlerweile geworden. Also es ist schon ganz klar Industriepublikum. Ja. Okay, super. Also, wenn ich jetzt eine Yacht haben möchte, ich möchte ein Mega-Erlebnis haben, dann bist du auf jeden Fall Adresse Nummer 1 in Ibiza. Hast du vor, auch mal zu expandieren, andere Standorte zu erschließen, oder sagst du, Fokus definitiv Ibiza? Na, also das ist der Plan. Also Halle Experience ist ja das eine ist Charter, das andere ist Sales. Ja. Und wenn wir uns das Charter-Produkt ist das größte Produkt. Damit werden wir jetzt 2024 nach Mallorca gehen, weil es ein logischer Schritt ist, weil wir da sehr viele Kundenkontakte haben, deutschsprachige Kunde. Und im gleichen Zug werden wir in der Wintersaison 23 auf 24 werden wir eine Filiale in Dubai öffnen. Cool. Hat aber einfach nur den Hintergrund, dass ich meine Mitarbeiter lang das ganze Jahr voll beschäftigen möchte. Denn Dubai fängt genau dann an, wenn auch Ibiza aufhört. Das heißt, Ibiza hört auf im Absolut. Oktober, dann machen wir noch schnell, das spielen wir noch die letzten 4 Wochen durch, alles aufräumen und dann Geht's können ab nach Dubai? die guten Mitarbeiter direkt im November nach Dubai. Das Sales-Team kann theoretisch remote oder direkt aus dem Office auf Ibiza arbeiten. Die Zeitverschiebung ist ja machbar und dort ist wieder Schluss im April, ja, vielleicht Mai. Das heißt, auch hier in dem Moment schaffe ich einfach quasi das ganze Jahr das gleiche Team zu beschäftigen und kann somit die Qualität natürlich vom Team quasi erhöhen. Okay, was ich spannend finde, du hast vorhin gesagt, die Leadquelle muss passen. Guter Verkäufer braucht Leads, Alles, ja. für die Skalierung essentiell. Jetzt finde ich es aber spannend, weil es ist natürlich schon eine sehr, sehr eher eine spitzere Zielgruppe. Es trifft natürlich eher das obere Einkommenssegment. Ja? Wie kriegst du Leads? Ja? Social Media? Online-Marketing, wie kriegst du Leads? Schaltest du Ads? Was machst du? Also neben unserer Halle Experience Tätigkeit ist ja meine Frau und auch ich ein bisschen im Social Media unterwegs. Das heißt, wir haben einen Kanal, wo es mehr um uns privat geht. Ja? Und da haben wir auch eine ganz ordentliche Audience und die sind natürlich schon mal eine große Leadquelle. Das ist Okay.
Unwiderruflich. Also ein Kunde, der die Touching Points mit uns hat, über die Persönlichkeit, beziehungsweise der Lead, der aus diesem Kreis kommt, der konvertiert viel, viel schneller. Da ist eine ganz sichere Abschlussquote, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also da haben wir eigentlich, da sind wir eigentlich schon wirklich bei 0,9. Ja, also 1 ist Abschluss. Da Also gibt es, 90% Abschlussquote, okay. die haben wir schon. Also bei wirklich diesen gezielten Anfragen, also wir können verschiedene Sachen differenzieren. Es gibt natürlich dann Anfragen, die sagen, ich möchte mal nach Ibiza. Und es gibt Leute, die sagen, ich möchte dann nach Ibiza. Ich möchte ein Boot oder ich interessiere mich für ein Hotel. Das sind ja, also Leute, die haben eine ganz andere Intention und kommen mit einer ganz anderen Anfrage. Aber im Thema Boating, die direkt von unserer Audience kommen, da haben wir natürlich eine ganz hohe Abschlussquote. Dann haben wir natürlich den Kanal Harley Experiences, der auch mittlerweile über 30.000 Follower hat, der auch schon mal stark ist. Das sind dann wirklich Leute, die beschäftigen sich mit Ibiza, die teilweise auch von unseren Kanälen kommen, aber die dann schon wieder nochmal konzentriert sich für Ibiza interessieren. Das ist ein sehr starker Kanal. Aber dann ist vor allem halt, wir machen Werbung eben auf die Meta-Plattform. Das ist unser Thema. Wir sind verschiedenen anderen, es gibt ein paar Printmedien, das machst du aber Also, eher. ihr macht Werbung auf der Meta-Plattform, ihr schaltet Werbeanzeigen Wir schalten logischerweise. Werbeanzeigen online. Macht ihr das in-house? Jein. Also ein Teil davon geschieht in-house, also gerade die Credits, also die Videos, Bildmaterial, machen wir selber. Ich habe jetzt auch so einen Erklärfilm bauen lassen. Den fand ich eigentlich ganz geil. Der konvertiert in unserem Fall als Retargeting. Also Retargeting für diejenigen, die es zum ersten Mal hören. Es gibt eine Ad, die schaltet man einmal, die sagt dann, okay, hallo, das sind wir. Und Facebook oder die Meta-Plattform, die können dann entscheiden, okay, der hat jetzt das gesehen, hat in irgendeiner Form konvertiert, ist vielleicht stehen geblieben, was auch immer. Der bekommt jetzt noch eine zweite Anzeige gesehen. Und da funktioniert unser Erklärfilm sehr, sehr gut. Den bauen wir jetzt noch auf, da bauen wir verschiedene Landingseiten und da machen wir gerade verschiedene Testings. Welche Copy, also welche Headlines, welche Texte besonders gut funktionieren. Da investieren wir gerade stark dran und an der Verbesserung der einzelnen Werbeanzeigen. Okay, Ja. gut. Bei euch die Verkäufer, hast du da feste Strukturen? Dürfen die im Homeoffice arbeiten? Oder wie sieht vor allem von so einem Verkäufer ein typischer Tag aus? Ja, kommt der ins Office, hat er seine Liste mit Leads, gibt Gas oder wie läuft es ab? Ja, also es kommt jetzt genau darauf an, welche Verkäufer. Es gibt bei uns einen ganz klaren Setter, es gibt einen Closer. Es gibt dann natürlich auch den Inhouse-Ansprechpartner, der Inhouse-Sale macht. Ja? Also ein Vertriebler funktioniert nach einem ganz klaren Schema. Der macht Vertrieb, der macht nicht noch die Buchhaltung, der geht nicht noch das Auto tanken, der macht nicht noch, ich weiß es nicht, beschäftigt sich noch irgendwas im Marketing. Ja? Die Leute sind spannend, wenn sie, also die geben natürlich ihre Inputs, aber ich werde jetzt niemals einen Vertriebler damit beschäftigen und sagen, schreib mir einen Text für die Website oder leg jetzt Boote an. Das haben wir in den ersten Jahren so gemacht, da mussten wir alle enger zusammenrücken. Aber ansonsten haben wir eine klare Setter-Closer-Struktur, die ist wünschenswert auf Ibiza im Office, ja, damit die wirklich unser Produkt verstehen, damit die Also im Team sind. wünschenswert oder verpflichtend? Es kommt darauf an, wie gut er ist, ne? Also es kommt, wir haben. Wir arbeiten mit einem Dialer, ja, das heißt, ich kann mit Aircall zum Beispiel, kannst du einfach ganz genau dann einfach sagen, Wie wie viele viel Calls macht er Schlagzahl am macht Tag? er. Ja? Aircall ist geil, wir nutzen auch Ja, Aircall, also und absolut, ja. das ist ein tolles Tool. Und das in Verbindung mit Salesforce ist schon mal eine Aussage. Das Thema ist aber, dass natürlich dieser Spirit, dieser Team Spirit auf Ibiza im Office sein, was ganz anderes mit den Leuten macht, wie wenn die daheim remote arbeiten. Ja? Jetzt gar nicht, ob die jetzt quasi wirklich fleißig sind, ob die wirklich anrufen, das ist Siehst du ja. Grundvoraussetzung. Aber es ist was ganz anderes, ob man sich jetzt mal austauscht und sagt, Mensch, guck mal, da ist jetzt ein neues Boot wieder am Markt. Es ist was ganz anderes, ob jetzt der Mitarbeiter sagt, hey, ich habe gerade einen geclosed. Ja? Dieses Wolf of Wall Street-mäßige. Ja? Man sitzt beieinander und Vertriebler sind das. Das haben sie so in ihrer DNA, das gegenseitige Betteln, das sich ansticheln. Und es funktioniert sehr gut. Das heißt nicht auf Kosten des Kunden, sondern einfach dieser persönliche Ehrgeiz, im Gespräch mehr zu lächeln, mehr empathisch zu sein, ernsthaft zuzuhören. Was will der wirklich? Wir haben natürlich klare Skripte, aber du kannst ein Skript
für so ein individuelles Produkt nur begrenzt quasi mitgeben. Du kannst eine Einwandbehandlung machen und eine Vorwandbehandlung, wenn der Kunde jetzt sagt, du, wir wissen, eigentlich passt alles, aber wir sind uns noch nicht sicher, dass wir genau in der Woche kommen. Dafür haben wir zum Beispiel dieses Produkt, alles klar, du kannst 4 Wochen vorher noch den Termin ändern. Das musst du aber zur richtigen Zeit sagen. Ja? Und das bringen wir unseren Vertriebsmitarbeitern bei. Das ist eine Technik. Ja? Vielleicht noch mal kurz, um auf das Thema Vertrieb einzugehen. Wie sieht so der Onboarding-Prozess bei dir im Unternehmen aus? Ja, also wie stellst du Sales-Mitarbeiter ein? Also aktuell ist es so, dass ich tatsächlich, ich habe eine Mitarbeiterin, die macht mit ihr quasi, diese Mitarbeiterin macht wirklich 1:1. Parallel zu dem Ganzen nehme ich gerade einen Videokurs auf. Das ist total simpel. Ich mache mir einen Loom, sieht man mein Gesicht und dann zeige ich an dem Bildschirm, was wir da so machen, warum wir das so machen, wie wir es machen, wo man wann klickt. Das ist so beim CRM, aber auch gewisse Mindset-Themen. Einfach Leute, die sich schwer tun im Verkaufen. Leute, die jetzt erstmal lernen müssen, wie sieht dann so ein Boot aus. Also gerade ein Setter, der geht ja noch nicht zwingend so weit ins Boot ein. Der muss aber schon wissen, ganz grob, was er spricht. Und auch ist es so, dass wir halt ganz viele Leute haben, die fragen an und sagen, hey, geil, das machen wir genau so, schick mir das rüber, mache ich. Dann kommt es erst gar nicht zum Close. Das heißt, der Setter muss schon so viel von Boating verstehen, damit er das machen kann. Und das mache ich anhand eines Videokurses. Also das ist ein... Also ich fange bei euch an, schaue mir den Videokurs an, habe Der wird noch jetzt fertig, jemanden, ja. cool, Ja. dann habe ich noch jemanden, also ich habe einen Mentor im Unternehmen, einen Ansprechpartner, dem kann ich Fragen stellen. Also die Mitarbeiterin, die du gerade genannt hast, that's it, oder? Richtig, also es ist eine Mitarbeiterin, die ist verantwortlich für dich, die wird dir alles nochmal so 1:1 quasi zeigen. Im Moment ist es Okay. noch so, dass sie wirklich 1:1 begleitet. Wir werden jetzt fertig, schätze ich mal, Ende Februar mit dem Videokurs und dann wird der Mitarbeiter, sobald er seinen Arbeitsvertrag hat, bekommt er Zugang zu dem Login. Das machen wir mit Kajabi, wobei ich gerade kurz davor bin, ein anderes Tool zu verwenden, die Learning Suite von den Baulix. Ja. Die haben aber die Learning Suite hat einen ganz schwachen Vertrieb. Da gab es schon ein Lead und ich wurde noch nicht angerufen. Ja. Geht Vor überhaupt gar nicht, 2 Wochen. ja? Ja. Ich will Eieiei. eigentlich kaufen, wenn ihr das seht. Hoffentlich habe ich es geschafft. Auf jeden Fall, das ist halt, so habe ich die Einstellungszeit, der Mitarbeiter läuft schneller und das ist bei uns ein großes Thema, denn unsere Saison ist ja kurz im Moment noch, sobald Dubai noch nicht läuft. Dann wird ja Dubai erst am Ende des Jahres anfangen. Aber das ist wirklich das Thema, dass wir halt wirklich die Einarbeitungszeit, dass die daheim schon beginnt, dass der, wenn er kommt, wir eher so Soft-Themen regeln, so, hallo, ich bin der Johannes, du findest mich hier und du weißt jetzt schon, wie unser CRM funktioniert und der Rest ist Learning by Doing. Mach Verstehe. jeden Fehler, wir bekommen unterschiedliche Leadlisten am Anfang und Neueinstellungen beginnen bei uns mit Quality Calls. Das sind entweder Calls, die kommen ganz kalt rein, die können wir noch nicht zuordnen so richtig. Was möchte er überhaupt? Will er überhaupt ein Boot kaufen? Will er überhaupt ein Boot mieten oder irgendwas kaufen? Oder möchte er, was ist ein Scam? Was auch immer. Also, das ist mal das Erste. Und dann auch ist der nächste Schritt, dass sie dann quasi einfach Kundenzufriedenheitsanrufe machen. Fragen, hier kommt er wieder, hat alles gepasst. Somit kommt man mal in diesen Flow, man bekommt mal ein Gefühl, was für Feedbacks kommen von unseren Kunden. Und dann geht's los im Setter. Ja. Also mega coole Story, Ja. ja, auf jeden Fall. Danke. Vor allem die Startphase, die du erfolgreich überwunden hast. Also finde Weiß ich noch ich, nicht. Man sagt ja immer, 5 Jahre musst du es mal ja, nee, ich schaffen. meine mit Startphase, ich meine, das, was du da erlebt hast am Anfang, Ja. dieser Shitstorm, ja, und wie du dich daraus entwickelt hast, weil du einfach gefasst warst, ja, weil du dich nicht von deinen Emotionen überwältigen hast lassen. Also ich finde, da steckt echt ein riesen Learning drin, finde ich richtig Danke. cool. Vielleicht zum Abschluss. Es ist immer so Ritual im Erfolgsmensch-Podcast, dass der Interviewte einen Buchtipp abgibt. Gibt es so ein Buch in deinem Leben, was dich besonders geprägt hat? Also, wenn du jetzt nicht so der Lesetyp bist, kann auch ein Hörbuch sein, kann eine Podcast-Folge sein, kann ein YouTube-Video sein. Naja, also ich würde sagen, das Buch, das, wo steigen wir jetzt ein? Ne? Es gibt Leute, die beschäftigen sich schon sehr, sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung. Die möchten jetzt vielleicht irgendwas, einen sehr renommierten Also vielleicht ganz kurz, Nischen Johannes, genau, einschlagen. also einfach für dich persönlich, Und ja. Es gibt das, vielleicht welche, die sagen, mich hat Pippi Langstrumpf geprägt oder keine nein, und Ahnung, das, und das weißt möchte ich gerade du, sagen, für mich war es das Buch Rich Dad Poor Dad. ja, ist ein geiles Buch. Das ist dieser
da geht es so viel zwischen den Zeilen auch ums Mindset. Mhm, dass absolut. In allem, was Negatives ist, auch was Positives drinstecken. Du musst nur, alles ist eine Waffe. Du musst nur wissen, wo hältst du die Waffe? Hältst du sie vorne an der Klinge oder hältst du sie am Griff? Und das kann man eben nutzen. Und das war auch in meinem Fall so. Und ich habe mich in so vielen Aspekten darin gesehen. Und das hat mich mit mir sehr viel gemacht, dass ich war bei diesen Abenden, wo dann dieses Red Race dann gespielt hat und so. Und da habe ich tolle Leute kennengelernt, die mich eher hätten abbringen können von meinem Weg, den ich gehen wollte. Aber ich hatte Gespräche auf einem Niveau, das ich so nicht hatte. Also es war wirklich ein Buch, das mich nachhaltig geprägt hat. Und vor allem, und das ging es mir jetzt eher, als hier in diesem Podcast, Leute einen Impuls zu geben, die vielleicht noch nicht dort oben sind, die vielleicht noch nicht ihren Purpose gefunden haben, was mich immer total nervt, wenn alle über den Purpose reden. Und das Wichtigste ist, dass man sich auch Zeugs anhört, das Spaß macht. Weißt du, so sich einen Podcast anhören, der, keine Ahnung, gemischtes Hack höre ich so gern. Ja, das ist einfach so, das ist so aus dem Alltag entfliehen. Sich einfach mal so, das ist so unnützes Wissen teilweise, aber immer so ein bisschen ein Schmunzeln, dass man jetzt nicht sagt, boah, ich muss jetzt everyday a book und ich muss meine 15 Minuten, sondern auch sein inneres Kind so füttert. Denn, ey, gerade im Vertrieb musst du so viel Scheiße fressen. Und wenn du nicht lachen kannst und auch wenn du über deine eigenen Fehler nicht lachen kannst, dann macht es keinen Spaß. Absolut. Ja. Und eins meiner geilsten Lifehacks im Moment, das würde von mir wenig Leute erwarten, ich habe von einem Freund, bei dem waren wir mal am Abend, waren wir eingeladen, haben wir Mario Kart gespielt auf der Nintendo Switch. Und dann hatte ich da so einen Spaß, hat er mir so eine Nintendo Switch geschickt, ja, also zu Weihnachten. Hab mich mega gefreut, aber ich kannte für keine Verwendung, da war die halt da. Und dann hatte ich aber diesen ewig langen Flug nach Deutschland. Jetzt gerade Ibiza, im Winter ist es nicht ganz so einfach, vor allem wenn man in Süddeutschland wohnt. Also von München ist es immer noch eine Weltreise bis nach Ravensburg. und dann habe ich diese Nintendo Switch mitgenommen und ich habe die ganze Reise habe ich Mario gespielt. Geil. Und es war so für mein inneres Kind. Ich will gar nicht zu esoterisch jetzt da reingehen, aber das war so Kopf aus. Man fühlt sich währenddessen jetzt nicht besser, aber danach hast du eine neue Perspektive auf die Welt. Also, ich kann das so 100% verstehen. Also ich habe vor kurzem mal so eine Phase gehabt, ich habe einfach mal wieder Bock gehabt, Pokémon zu spielen. Ja? Das war so in meiner Kindheit Pokémon. Ja. Und dann habe ich zu Hause meinen alten Nintendo DS irgendwo wieder gefunden und dann habe ich gedacht, geil, das mache ich jetzt einfach. Das ist cool. Sich nicht zu fühlen, das ist jetzt kindisch oder ist man jetzt, das macht man doch nicht als Unternehmer, keine Ahnung. Aber hey Leute, das ist einfach geil und sich mal nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, das machen viele falsch. Neben dem zu viel nachdenken und als letztes Learning ist es einfach so, sich nicht zu verzetteln. Ja. Man bekommt ja, das ist eigene Erfahrung kennen, du machst jetzt was und du bist darin gut, da kommen so viele Trittbrettfahrer, die einem sagen, Mensch, guck mal, das kannst du auch dazu machen oder warum machst du nicht das? Ja, mach das doch auch. Dass man einfach mal so, mein Opa hat gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mein Opa war Schuster. aber es ist auch so, dass du einfach quasi sagst, nein, ich habe mich für den Weg entschieden und bewusst nicht das. Also Halle Houses haben wir als Brand und wir können da von heute auf morgen damit starten. Aber ich mache zuerst dieses Halle Experiences richtig. Hm. Auch wenn ich auf dem Immobilienmarkt auf Ibiza sehr viel Geld verdienen kann. Das machen schon so viele. Ich weiß, was die nicht richtig machen. Aber es ist, wenn man das jetzt eine Sache ordentlich verfolgt und die kontinuierlich langfristig quasi sieht, ist es immer das Richtige und sich da nicht ablenken zu lassen, um hinterher dann so einen Bauchladen vor sich herzuschieben, wenn das sonst wirst du vom Kunden nicht ernst genommen. Und das ist, warum wir mit Halle Experience immer über Charter reden, obwohl wir eigentlich auch Verkauf machen. Aber in dem Moment, wenn ich sage, obwohl wir eigentlich auch, ist es schon fast ein Bauchladen. Und das geben die wenigsten zu. Also sich in eine Nische setzen und sagen, das machen wir und lieber dann über den persönlichen Draht aus dem Kunden einen richtigen Fan zu machen. Das ist, glaube ich, so das Wertvollste. Sehr, sehr gut. Und gerade, was du vorhin nochmal gesagt hast, das will ich gerade noch einmal aufgreifen, weil du gesagt hast, du magst es nicht, wenn die Leute immer so ewig über ihren Purpose reden. Mhm. So, und das ist auch was ich auch für nicht sinnvoll halte, weil es ist immer so die Frage nach dem, warum machst du das? So. Mhm. Und dann gibt es ja die Spezialisten, die dann sagen, ja, aber warum? Und du kannst diese Warum-Frage ja dann immer weiterspielen und warum und warum und warum. Und ich erlebe das auch oft, dass das oft
eine Ausrede ist, um nicht endlich zu starten. Ja, und so, was du jetzt alles erzählt hast, ja, also du bist ein absoluter Macher, du machst, die macht was Spaß, du hast da Bock drauf, du verfolgst es natürlich kontinuierlich. Ja. Und ganz ehrlich, das ist auch so, Arnold Schwarzenegger ist da so ein Beispiel. Ja? Warum wollte der jetzt Bodybuilding-Weltmeister werden? Wenn man seine Biografie liest, ja, der hat einfach gesagt, ganz ehrlich, ich habe so eine Bodybuilding-Zeitschrift als Jugendliche in der Hand gehabt, ja, da war der Reg Park drauf, ja, der hat geil ausgeschaut, den wird auch geil ausschauen, fertig. Und es reicht oft als Purpose. Ich habe da Bock drauf, den hat es emotional aufgeladen und let's go. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt pumpe ich 6 Stunden am Tag, that's it. Dieses Gespräch hatte ich mit einem Kunden von mir. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht schätzen auf sein Vermögen, aber es ist weit über meinem und der hat also so eine 3,5-stöckige Yacht, also da könnte man theoretisch, also andere haben auf dem gleichen Schiff, haben dann einen Hubschrauberlandeplatz und so ein Schiff fährt er und ihm geht es sehr, sehr gut und mit ihm haben wir über das Thema Purpose quasi gesprochen, denn er produziert Maschinen für Windeln, also um Windeln zu machen, ja? Und der hat gesagt, nee, es ist, und der hat mir genau, da haben wir es aber auch von, welche Bücher er so liest und alles, und hatten wir ein richtig super Gespräch. Und er sagt zu mir, ey, ist das Schlimmste, was es für mich gibt, ist Purpose. Weil wenn ich habe keinen Bock zum Windeln produzieren, aber ich habe Bock zu machen, mir macht es einfach Spaß. Und er ist von der einen Situation zur anderen gegangen und er selber bezeichnet sich einfach quasi immer als Macher. Ja, und er sagt, es kann sein, wir exiten die Firma, aber du, ich habe die jetzt schon seit 10 Jahren und ich hätte schon ein paar Mal exiten können, machen wir nicht. Also, er hat Bock drauf. Es ist einfach, sich gar nicht zu viel diese Huhn- oder Ei-Frage zu stellen, sondern einfach vielleicht mal ein Spiegelei zu machen. Also, das ist geil, das ist cool. Ja, ja. Hammer. Ja. Johannes, super cooles Mindset. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. War mir jetzt echt, ich wusste nicht, was mir war. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und schön, dass wir uns kennengelernt haben, Timo. Mega cool. Ja. Wir hören und sehen uns wieder. Auf jeden Fall, wir sind ja nicht blind.